So, rumpelnd und polternd bewegt sich der große, schwere, runde Stein und gibt den Durchgang dahinter frei. Ein Tunnel nochmal 10 Schritt geradeaus, der an einer weiteren Tür endet, allerdings einer aus Holz mit normalen Griffen daran, doppelflügelig. Diese Tür macht nicht den Eindruck, ein schweres Hindernis zu sein. Ich lasse die Esel erstmal natürlich festgemacht. Ja. Ja. Wer weiß. Weil wir werden da jetzt ja wahrscheinlich reingehen. Ja, falls ihr es wieder zumachen wollt, braucht ihr die Esel ja auch, um es in die andere Richtung zu ziehen. Ich lunz mal so in den Eingang rein und sag nur laut, wer geht vor? Ah, ich habe ja noch die Taschenlampe. Ich habe auch noch eine. Happel und ich durchschreiten quasi gemeinsam, dennoch leicht in Konkurrenz an den Schultern drückend. Das ist übrigens auch der Grund, warum man irgendwann keine Orden mehr kriegen wird. Wenn man als Erstes irgendwo reingeht, bis doch der Erste stirbt. Ja, ihr geht also, nie passiert. Ihr geht zügig los. Noch nicht. Ja, ihr geht also zügig los, also Happel ist ja immer zügig dabei. Das Licht der Taschenlampe fällt auf die Tür. Und etwas ist merkwürdig an der Tür. Die ganze Tür ist wie bedeckt mit Papier, also Zettel, die da so dran gepinnt sind. Und ihr kommt näher und du kannst Kapitälchen auf einigen Seiten sehen, Ober- und Unterverzierungen an einzelnen Blättern. Das sind nur so große Blätter, wie von einem kleinen Taschenbuch und sehr dünnes Papier. Da steht, Martin Luther was here. Als ihr nah genug dran seid, kann Happel erkennen, dass es sich um Bibelseiten handelt. Aus einer Taschenbibel. Auf hauchdünnem Pergament gedruckt. So dünn, dass man vermutlich dadurch die Zeitung lesen kann. Die halbe Tür ist damit bedeckt. Die sind mit leicht angerosteten Eisennägeln dort angeschlagen. Sophia? Ja? Was haben diese Seiten irgendeine spezielle Bedeutung? Sind die irgendein spezielles Kapitel? Ist das so ein Ding bei euch, was ihr so macht? Also eigentlich flattern wir keine Bibel. Und wenn, dann muss es einen ganz guten Grund haben. Auf jeden Fall. Das sieht aus wie zum Schutz. Mit Drachen hat es jetzt leider nichts mehr zu tun, weil... Was ist los? Da ist eine Tür, keine Fledermäuse, ja? Nein. Keine Fledermäuse, nur Seiten aus der Bibel. Aber die Seiten der Bibel sind so dünn wie die Haut zwischen den Fledermausflügeln. Falls dich das interessiert. Ja, vielen Dank auch dafür. Jetzt werde ich jedes Mal daran denken, wenn ich eine Bibel aufschlage. Nur wenn sie sehr dünnes Papier hat. Also wie die meisten Taschenbibeln? Na, zum Beispiel. Großartig. Ich muss mir also nicht nur Sorgen um Drachen und um Geister machen, sondern brauche auch noch eine dickere Bibel. Drachen sind raus aus dem Spiel. Ich frage mich nur, warum... Das ist entspannt. Warum? Das sagt dir dein Drachenwissen? Das sagt mir mein Drachenwissen, weil Bibelseiten haben nichts mit Drachenwissen zu tun. Warum nagelt jemand Bibelseiten an der Tür? Um Dämonen festzuhalten. Jetzt sind wir nämlich bei Dämonen, Freunde. Also lass uns doch einfach mal lesen, was da draufsteht. Ich lese mir die Seiten durch und gucke, ob die irgendeinen Zusammenhang haben. Die stehen tatsächlich in gar keinem wirklichen Zusammenhang, außer... Ja, doch, einer. Die Bedeutung? Das sind alles Seiten aus der Offenbarung des Johannes. Der sogenannten Apokalypse. Ja. Oh mein Gott, da war jemand wahnhaft. Er hat das Ende der Welt vorhergesehen. Geordnet sind sie aber nicht. Sie sind da ziemlich wahllos angeschlagen. Freunde, ich habe bei dieser Sache kein gutes Gefühl. Der war bestimmt mit dem Schmerlinger befreundet. Hat jemand Salz dabei? Ich frage nur. Was? Salz? Ja. Sie. Wie kann man in so einer Situation an Essen denken? Ich denke nicht an Essen, sondern das hält. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Tür öffnen sollten. Hast du dieses obskure Wissen? Ich habe studiert, ich habe alles Mögliche gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Sie haben sich wahrscheinlich eine Menge Scherze erlaubt. Ich glaube bis heute, dass er fechten kann, aber ich bezweifle, dass er lesen kann. Sollten wir durch die Tür gehen? Das Klackern und diese Lichtbögen, die wir gehört haben, hören wir Rumpeln die? Rumpeln und Poltern. Ja, hören wir das da? Kommt irgendwo von jenseits. Ja, aber glaube ich ein Bastard. Ich gehe jetzt zu dieser Tür und mach sie auf. Also du schiebst dich nach vorne, du greifst die Tür, prüfst kurz, drücken, ziehen. Ja. Es ist drücken. Es gibt einen kurzen Widerstand, öffnet sich die Tür ein Stück und kaum, dass sie sich ein Stück geöffnet hat, öffnet sich der zweite Flügel wie von selbst, der wird regelrecht aufgeworfen. Hui. Luftzug weht an euch vorbei in den Raum hinein, überall wirbelt Staub auf und zieh meinen Revolver. Du ziehst deinen Revolver. Ich habe meine Lampe hoch. Überall wirbelt Staub auf. Du siehst
Du hältst eine Lampe hoch, du siehst also Tische, Gläser, merkwürdige Gefäße, irgendwelche Spiralen, die von der Decke hängen, ein unübersichtlicher Raum. Und es stinkt gewaltig. Also ihr habt den Geruch ja schon vorher gerochen. Müssen wir das Fenster zumachen? Dieser modrige Geruch, dieses Odeur von Einbalsamierungsmittel, von Alkohol, von Terpentin, altem Leder. Wird dieses schlagartige Geräusch und dieses wird das lauter? Das ist jetzt ein bisschen lauter, ja. Aber es ist langsamer geworden, es ist seltener geworden. Es kommt nicht mehr so oft. Und du glaubst auch, dass das Rumpeln langsamer geworden ist. Dieses ehemalige Rump, 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 Klonk, Rump, 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 Klonk ist jetzt nur noch ein Rump, 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 Klonk, Rump, Rump. Hört ihr das? Klonk, Rump. Wird das langsamer? Gleich sagt Svetlana wieder, wir hätten es kaputt gemacht. Happel! Der Schein deiner Taschenlampe fällt auf ein Gefäß, ungefähr so groß wie der Bierkrug, von dem du in deinen kühnsten Träumen träumst. So hoch, ja. Also so ein Ding, großes Glasgefäß, trübe Flüssigkeit und darin irgendein riesiges Insekt in einer trüben, bernsteinbräunlichen Flüssigkeit. Das ist nicht das Bier deiner Träume. Direkt daneben ein weiteres Gefäß, in dem sich ein missgebildeter Schweineembryo oder sowas befindet. Zumindest hoffst du, dass es ein Schweineembryo ist. Aufgeschlagene Bücher liegen auf einem anderen Tisch. Diese merkwürdigen Spiralen, die von der Decke hängen, das sind Papierstreifen. Das sind von der Decke aufgehängte Papierstreifen, die sich nach unten hin so aufgekringelt haben wie ein Schweineschwanz, die beschrieben sind in lateinischer und griechischer Schrift. So, du Student, jetzt erklär mir das. Na, ich würde sagen, hier wurden Experimente gemacht. Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt, aber... Gennaros Lampenschein fällt auf eine eiserne Jungfrau, die in einer Alkove steht. Also ein mit Stacheln versehener Sarkophag. Aufgeklappt und bedrohlich. Umgeben von zahlreichen Folterinstrumenten. Einem Tisch mit Schellen und Ketten, die darüber von der Decke hängen. Dio mio, das ist faszinierend. Svetlana, was haben deine Vorfahren hier nochmal getrieben? Ja, das ist definitiv nicht die erste verlorene Küche der Burg. Was ist das alles? Das sieht aus wie eine Forschungsfolterkammer. Hatten wir auch im Keller bei der Verbindung. War nur nicht ganz so gruselig. Und es war Bier und nicht irgendwelche ekligen Flüssigkeiten in den Fässern. Ich habe das Gefühl, mit Happel ist heute irgendwas schwierig. Ich finde, der Bräuer lacht so viel. Es ist völlig absurd. Ich sehe weder Drachen noch Dämonen, aber das ist trotzdem völlig absurd. Ich weiß nicht, Happel wird so immer, wenn er betrunken ist oder wenn er nervös wird. Svetlana stößt rückwärtsgehend gegen eine von der Decke hängende Kette. Die rasselt, sie erschreckt, dreht sich um, reißt ihr Gewehr hoch, richtet das Gewehr direkt auf Svartoblok, nimmt das Gewehr wieder runter. Erschreck mich nicht so! Denn sie hat festgestellt, dass ich plötzlich mit Osel im Arm im Raum stehe. Warum hast du das Vieh hereingebracht? Das ist gruselig! Guck doch mal, wie er mit seinem Ohr zappelt. Osel zappelt mit seinem Ohr? Ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ist der jetzt hier, weil du dich nicht gut fühlst oder weil er sich nicht gut fühlt? Lilia ruft von vorne. Kann ich jetzt auch kommen? Also auf Tschechisch. Vielleicht. Was hat sie gesagt? Sie hat gefragt, ob sie auch kommen kann. Lilia, du bleibst draußen und passt auf die Esel auf, bitte. Sag ihr, sie passt auf die Esel auf, ja? Du passt auf die Esel auf, ja? Hat er das gesagt? Kann noch jemand Tschechisch? Nein, er ist der Tscheche. Gut. Ich bin Siebenbürger. Er ist Tiroler. Sie Sophia, kommt aus Ungarn. Ja. An einer Wand hängt dieses Sternkreuz mit dem Auge in der Mitte aus Messing, aus getriebenem Messing, mit einem rot funkelnden Stein in der Pupille. Wie ein Kruzifix an der Wand. Darunter sind große Papiere, Pergament, Tierhäute, also eben klassisch Pergament, ausgebreitet. Auf denen sind Diagramme von Querschnitten von Fliegen. Längsschnitte, Querschnitte, ein Diagramm eines Flügels, eine Nahaufnahme des Fressapparates, die du so deutlich lieber nicht sehen wolltest. Hier liegt eine anatomische Studie über Fliegen. Über Fliegen? Über Fliegen. Bist du nicht eben auf eine riesige Fliege getreten? Ach. Ich glaube ja, ich weiß es nicht genau. Wer hat Interesse? Osel reckt sich nach einem Tisch mit Papieren und beginnt einige okkulte Schriften zu fressen. Osel, lass das! Ist das Karottengras? Was willst du von mir?
Du kannst ja die okkulten Schriften machen. Kann ich Latein? Ah. So. Ich kann dich gerade noch davon abhalten, dieses Buch zu essen, denke ich. Ja, weitere Bilder mit merkwürdigen Diagrammen, obskure Bücher mit gold eingelegten Texten. Dr. Paul, was steht da? Langford? Ah. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen Englisch. Ominös. Ich habe schon mal gesagt, ich kenne exakt ein Wort auf Englisch. Das ist fuck. Was heißt das? Habe ich dir schon mal gesagt. Ich versuche übrigens, das Kreuz von der Wand zu nehmen. Das ist ja nicht so groß, ne? Nein, das ist so ein normales Wandkruzifix. Es ist mit 4 eisernen Nägeln an der Wand befestigt. An jeder der Sternspitzen ist einer eingeschlagen durch ein Loch und unten. Aber sie lösen sich aus dem Mörtel. Also du kriegst sie rausgeruckelt und dann rausgezogen. Ich sehe deine Bemühungen und um es dir einfach leichter zu machen, reiche ich dir das Brecheisen. Ah, danke. Mit einer Brechstange ausgestattet ist das ein leichtes. Du brichst das Kreuz von der Wand. Ich mache einen Schritt auf dich zu. Dir geht es doch sicherlich eher um das Sakramental, das Kreuz. Ja. Golami. Brauchst du den Stein? Golami. Du schaust das Kreuz an, du bist bei Sophia. Plötzlich bemerkst du, dass die Wand hinter Sophia heller ist, als sie sein sollte. Dass sie irgendwie zu strahlen scheint. Und du siehst so ein glitzerndes Funkeln, das irgendwo direkt hinter Sophias Kopf seinen Ursprung hat. Wie ein funkelnder Stern. Sophia dreht sich um. Golami, ein blendendes Licht blendet dich. Du bist plötzlich geblendet. Sophia dreht sich hin und her und ihr seht auch einen komischen Lichtschein, der hinter ihrem Kopf noch für einen Moment ist, flackert und nachlässt, verschwindet und verglimmt. Und hatte sie gerade einen Heiligenschein? Was war das? Ich habe nichts gesehen. Es ist verdammt hell. Hatte sie gerade einen Heiligenschein? Wer hat mir gerade mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet? Könnt ihr das bitte lassen? Ich sehe immer noch nichts. Das war doch ein Ringlicht direkt. Ich sehe immer noch nichts. Hinter ihrem Kopf. Taschenlampe-Disziplin, bitte! Ich sehe immer noch nichts. Ich habe nur Sterne vor den Augen. Vater? Ja. Ja? Du gehst weiter, du kommst an einem Fass vorbei. Ich sehe mich auf meinem linken Auge wieder. Voll ist mit Pech. Und direkt darüber befindet sich eine gläserne Apparatur, nämlich ein Abtropfer, der mit Pech gefüllt ist, wo eine Pechnase dranhängt. Wer sich mit Pech auskennt, weiß, Pech tropft flüssig, sehr langsam. Aber es fließt so unvorstellbar langsam, dass die Tropfgeschwindigkeit über Jahrzehnte und teilweise noch länger gemessen wird. Kleiner Funfact: An einer Uni in Amerika ist das, glaube ich, so, dass es schon seit hunderten von Jahren so ein Apparatur gibt. In Amerika ist bestenfalls 200. Ja, ich weiß nicht genau, aber kann auch woanders gewesen sein. Und da ist das ein Ding, weil alle irgendwie 20, 30 Jahre ein Tropfen runterfällt und das ist ein riesen Happening. Wir haben eine Webcam da aufgerichtet. Ja. Also so ein Ding da. Direkt daneben ist ein Fass mit, also ein offenes Fass mit modrigen Federn. Geteert und gefedert? Direkt darüber siehst du ein Flaschenregal in der Wand, in einer Alkove. Sieht aus wie Weinflaschen. Aber der Inhalt ist trüb und hat Flockungen drin. Und als du eine rausnimmst und sie ein bisschen hin und her kippst, wird sie sofort undurchsichtig und trübe. So wie alter Apfelsaft oder sowas. Mhm. Sind verkorkt und mit Draht verplompt. Happel. Ja, ich habe nur dieses Buch gesehen und die Wörter, die ich drauf lesen konnte, war Magie und Übersetzung. Und bin... Das klingt nützlich. Seltsam. Ja. Das klingt sehr praktisch. Und du suchst dir, du gehst ein Stück beiseite, die anderen gehen da so, laufen hin und her. Unter deinen Füßen knirscht es, merkwürdig. So ein crunchiges Knacken und du siehst, da sind überall irgendwelche Sachen am Boden. Irgend so ein Krümelzeug. Okay. Sieht merkwürdig aus. Wie merkwürdig? Ich leuchte hin und guck's mir an. Tote Insekten, kleine Käfer, hauptsächlich Fliegen. Stubenfliegen, auch so eine dicken, fetten Schmeißfliegen, völlig verdorrt und vertrocknet. Die sind da überall am Boden, aber nur nicht im Eingangsbereich, wo die Zugluft sie scheinbar weggeblasen hat. Und die Dichte davon nimmt immer mehr zu. Hier sind die alle. Je tiefer man es in den Raum geht und du siehst eine weitere Tür, die aus dem Raum rausführt, in der Richtung, wo dieses langsam werdende Rumpeln und Poltern noch zu hören ist. Und da sind sie regelrecht wie so eine Düne an die Tür angebrandet. Und da sind ein paar fies große Viecher dabei. Ich meine, du kennst dich ja jetzt nur mit österreichischen Schmeißfliegen aus. Nehmen wir mal an, dass alles in Richtung Osten irgendwie urtümlicher und größer wird, wie das bei Bären, bärtigen Männern und wütenden Frauen der Fall ist.
Wenn das bei Fliegen auch der Fall ist, dann müsst ihr hier in Sibirien sein, so groß sind einige davon. Ist da irgendwo ein Besen? Ja, an der Wand lehnt ein Besen. Das ist ja schlimmer als in jeder Pionierfeldküche. Ja. Und fege die beiseite. Ja, du packst das Buch erstmal auf den Tisch, holst dir den Besen und fegst da erstmal weg. Und ihr merkt auch, als er erst damit anfängt, was er da wegfegt. Unmengen Ungeziefer. Also, ich habe mich den Wald schon gefragt, wo diese ganzen Insekten hin sind. Jetzt weiß ich, sie sind alle hier. Ja, aber die sind doch nicht hier drin. Aber es sind nur Fliegen. Gibt es noch andere Türen? Oder aber große Fliegen. Die eine. Es gibt groß. noch eine weitere Tür in einen Nebenraum. Keine richtige Tür, ein Durchgang. Ich schau mal rein. Das ist eine Waffenkammer. Voll mit Schwertern und Speeren und Rüstungsteilen. Gibt es eiserne Handschuhe? Meiste davon sieht... Was? Gibt es eiserne Handschuhe? Dort gibt es alles, was das Herz eines rüstwütigen Ritters begehrt. Also vom Topfhelm bis hin zu Lobsterhandschuhen. Ich hebe erstmal so ein paar rostige Schwerter auf. Ja. Erstmal an, rostiger Müll, schmeißen die beiseite. Es scheppert metallisch im Nebenraum. Etwas fängt deinen Blick. Waffenkammer. Auf einer holzernen Kleiderpuppe, die auf eine ganz gruselige Art sehr menschlich gestaltete Züge hat. Also es ist eine holzerne Figur von einem grimmig blickenden, schnauzbärtigen, nackten Mannes, der ungefähr 1,80 Meter groß sein muss. Ich stehe hinter Breuer, weil ich hingegangen bin. Auf dessen Schultern und denke hängt mir, eine stählerne Kyrasbrünne. Was mit für ein Mann. Mit diesem Stern drauf. Also Gorlami schaut also an dir vorbei drauf. Die beiden sind ungefähr eine Höhe. Ja. Der muss zu seiner Zeit ein ziemlicher Ochse gewesen sein. Ich schaue Gorlami auch über die Schultern. Kannst du den Kyras zeigen? Den haben wir ein Bild von. Der sieht aus wie mein Opa. So sieht der aus. Mit dem Stern auf der Brust, leicht angerostet und mit einem Wachssiegel aufgeklebt. Oh, mit lateinischer das kennen wir doch. Drauf. Breuers Vater, meint ihr, das passt mir? Willst du mit diesem komischen, willst du das anziehen? Dieses da, sind das alles Käfer? Hört jetzt Svetlana sagen. Ah, Igitt. Ja, Igitt. Aber ich mach den Weg schon frei. Die Boxbankenreifeisenbahn. Ah, ich bin da draufgetreten. Lass uns mal dieses Siegel angucken und den Zettel. Vielleicht ein Preisschild. Klar. Die Leute, die Bibelpapier an die Tür hängen, hängen Preisschilder an ihre eigene Waffenkammer. Huh? Das Kreuz sieht aus wie das Kreuz. Wie das Kreuz auf den Steinen. Das Kreuz hier überall. Ja. Erstmal ordentlich den Deus-Vulten gehen. Schön. Erstmal was? Erstmal ordentlich den Deus-Vulten gehen. So. Ich möchte mir diesen Zettel angucken, der da dran hängt. Ja, die Schrift darauf. Meine Laterne und guck mal ran. Die Schrift darauf ist, kannst du alte Sprachen? Nein. Ist es Rumänisch? Es ist eine alte Sprache. Ist es Ladinisch? Ich kann ein bisschen Französisch. Ist es verwandt mit Rumänisch? Es ist entweder Altgriechisch oder Latein. Also ist ähnlich wie Ladinisch? Hoppel! Das ist doch Griechisch! Ja. Ein bisschen. Lass mal her. Ist das Griechisch? Ja, du kommst dazu. Komm her, der Zettel an diesem komischen Kyras. Schau mir den Zettel an. Ja. Die Wand. Es ist Griechisch. Das ist tatsächlich, es ist Griechisch und zwar Altgriechisch. Ja. Und es ist ein Segensspruch. So viel kannst du entziffern. Wer diese Rüstung trägt, ist unverwundbar. Da sehe ich mich. Also ja, es ist ein Segensspruch, dass der Herr den Träger dieser Rüstung segnet. Durch Feuer und Sturm mit seiner schützenden Hand behüten soll. Im Kampf gegen die Dunkelheit und das Böse oder sowas. Es ist irgendein christlicher Segen drauf. Ha. Aus Griechenland? Es ist... schau mal hier. Ich bücke mich hinunter und begutachte den Zustand der metallenen Handschuhe. Ja. Nice, finally. Du interessierst dich für Lobster-Claw-Handschuhe, ja? Ja, zum Beispiel. Hauptsache, sie machen meine Hände aus Metall. Ja, das machen sie tatsächlich. Also, sie haben ja keine Finger. Nee. Lobster-Handschuhe haben ein Gelenk für die gesamte Hand und eins für den Daumen. Ziemlich wuchtige Dinger. Ja, aber sind die nur Metall oder haben die wirklich so einen Lederhandschuh? Drin ist ein Lederhandschuh, ja. Ah,
Das Leder ist zwar ziemlich morsch, aber ja, wenn du auf den historischen Wert nichts gibst, kannst du sie grundsätzlich ja benutzen, bis sie kaputt sind. Das tue ich nicht, ja, aber bevor ich sie anziehe, nehme ich dieses Verbandspäckchen und bandagiere mir meine Fäuste. Ja. So dass mir, selbst wenn das Leder zu brüchig sein sollte, ich mich nicht selbst verletze mit das den. Ist gut. Mit den Handschuhen. Ich habe gehört, auf Leder pinkeln soll helfen. Ja, aber nicht, wenn es 100 Jahre alt ist. Golami! Das ist nicht. Hattest du mir nicht mal die Geschichte erzählt, als ihr da unten in dem Keller deines Restaurants Panzerhandschuhkämpfe veranstaltet habt? Ja, das hatte ich erzählt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich irgendwann mal dazu kommt. Wie bitte? Alles für die Legende. Hat geflunkert. Also willst du jetzt diesen komischen Panzer haben oder können wir gehen? Kann jemand von euch Französisch? Ein bisschen. Nein. Wirklich? Ja. Was? Gut zu wissen. Sie kommt zu dir mit einem Buch in der Hand. Warum sind hier so viele Sprachen? Weil ich mich gebildet habe. Reichte das? Weil das ist Französisch, oder? Zukunft der Arbeiterschaft ist Bildung. Im Hintergrund klappert es wie Sau, das weil ist, ich den Panzer gerade darunter nehme und mit Spartos Hilfe anziehen will. Ja. Die Riemen sind nicht mehr die neuesten. Der ist ganz schön schwer. Der große Ausbruch von 1890 und die... Zieh die Brust ein, Golami! Für die russische Landwirtschaft. Was? Was hat Breuer gesagt? Ein großer Ausbruch 1890. Ist hier irgendwas ausgebrochen? Gab es Krankheit? Was weiß ich. 1890? Ja. Nur die große Hungersnot? Glyphosat. Kenny. Großer Ausbruch von 1890, irgendwas mit Landwirtschaft. In Russland wäre das Glyphosatski. Glyphosatski. Ja. Okay, Appel, du hast diese Tür freigemacht. Ist es, ist es theoretisch möglich, dass ich mir tatsächlich diesen Harnisch überziehe mit Svartos Hilfe? Über den anderen? Nein, nicht über den anderen. Den anderen einfach ausziehe und überziehe. Den lässt du da? Ja. Hält der? Also erlaubt mir mein technisches Verständnis einzuschätzen, dass der hält. Ja, den kannst du tragen. Nice. Der wird oben mit so einem Haken gesichert, hat so eine nach hinten gehenden metallverstärkten Lederbänder mit so einem Haken dran. Nice. Also er ist genauso wie der Harnisch, den er schon mal geklaut hat und zurückgeben musste. Ja, so ein ähnliches Ding. Zieh fest, Svato. Zieh fest. Ich ziehe. Oh, danke. Der hatte eine schmalere Brust als du. Ja. Wo ist Happel aktuell? Ist der schon wieder bei der Tür? Ich war da. Schau mal, Sophia, ich bin ein Kreuzritter. Ich sehe das. Du spielst auch mit allem. Pass dein Kreuz auf meinen Brustharnisch. Also es ist einfach nur so plonk. Kreuz, aber es snappt da jetzt nicht rein. Ja, schade, das hatte ich mir spannender vorgestellt. Er hält nicht, nee. Wenn das ein LucasArts-Adventure wäre, dann allerdings. Suddenly Power Rangers. Svetlana leuchtet dich kurz an. Ja. Hätte ja sein können. Na gut. Ich gucke sie nur an und sage, Kreuzritter. Ja. Ich laufe an Svetlana vorbei und sage, deswegen haben sie ihn aus Italien rausgeschmissen. Weil mir schon mal die Tür. Was ist mit seinen Händen nicht in Ordnung? Warum trägt er diese Handschuhe? Ich rufe völlig hysterisch zurück. Ich bin freiwillig gegangen! Otto und ich öffnen die Tür. Du warst in deinem früheren Leben wohl mal ein Ritter. Ja, ich helfe, die Tür aufzumachen. Ich bin aufgrund dieses Kommentars etwas stolzer, als ich sein sollte. Das Klonk, 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 Klonk wird lauter, als ihr die Tür öffnet. Und ihr seht einen Gang. Also ihr könnt nicht sehr viel sehen. Was ihr seht, ist so ein blaues Aufflackern, als es wieder mal macht. Und ihr seht irgendeine Apparatur, die sich bewegt. Es ist schwer einzuschätzen, was das da ist, ohne es anzuleuchten und weiter reinzugehen. Golame! Das ist, was ihr tut? Ja. Wir leuchten da aber erstmal rein. Ich gucke tatsächlich erstmal links, rechts. Okay. Vorsichtig. Ich gehe nicht einfach so rein, sondern vorsichtig links, rechts umgucken mit der Taschenlampe. Und direkt, Schritt für Schritt. Direkt hinter der Tür befindet sich ein Raum, ungefähr dreimal so breit wie die Tür selber zu beiden Seiten jeweils. Also eine Verbreiterung. Das geht ein Stück geradeaus und dann öffnet dieser Raum scheinbar in eine riesige Kammer. Denn direkt geradeaus ist keine Wand zu sehen. Mhm. Was du sehen kannst, ist eine Kante, wo es offenbar runtergeht, wo lediglich ein Tau gespannt ist durch mehrere metallene Stützen, so wie bei manchen Hafenkanten und sowas. Und mittig geradeaus befindet sich eine hochgezogene kleine Zugbrücke sozusagen, die also euch entgegen hochgezogen ist. Dahinter aber in dem Raum, dessen Dimensionen du noch nicht so genau abschätzen kannst, ist irgendeine Apparatur zugange. Denn du siehst
ein Konstrukt aus miteinander verstrebten hölzernen Balken, die irgendwie von oben herunterragen oder von unten hoch, das kannst du nicht genau sehen. Und die drehen sich da offenbar um die Mitte herum. Es erinnert dich so ein bisschen an eine Mischung aus einem Kirchturmuhrwerk, dem Drehrädern einer Mühle, also eines Mahlwerkes, vielleicht auch eine Art riesiges Teigrührgerät aus der größten Bäckerei. Also Holzbalken miteinander verstrebt mit Messingbeschlägen. Daran befinden sich Ketten, die alles miteinander verbinden. Über diese Ketten zucken immer mal wieder elektrische Entladungen. Und an diesen Holzbalken angebracht sind Nägel oder sowas wie Stacheln, zwischen denen es auch immer mal wieder Lichtbögen zuckt. Und das alles dreht um eine Plattform in der Mitte des Raumes, die scheinbar von unten aufragt und auf der ein mittleres Podest steht, wo ein Schwert drauf ruht, umgeben von mehreren kleineren Podesten, auf denen große Gläser mit trüber Flüssigkeit stehen. Svetlana? Neben der Zugbrücke befinden sich drei große Hebel. Also wie bei so einer Gleisanlage, solche Ziehhebel. Erinnert das irgendwie an eine Tesla-Spule? Oder weil das auch immer so Funken schlägt und dieses Geräusch macht? Warte, da gibt es nur einen. Es ruft Erinnerungen in dir wach an das aufkommende Elektrizitätswesen der letzten knapp 100 Jahre. Sophia? Ja? Wir müssen kein Hehl daraus machen, dass du nicht immer Nonne warst. Was ist das? Es scheint so ein kleines Kraftwerk zu sein. Aber was treibt es an? Das Schwert. Ein schwertbasiertes Kraftwerk. Golami? Das Schwert, was ich auf dem Grab habe. Bevor wir nicht wissen, was das ist, Hände weg von dem Schwert. Keine Sorge, ich hole mir das Schwert. Ich glaube, ich habe das Schwert schon mal gesehen. Svato, ich bin zwar nur Koch, aber nicht doof. Ich bin eingepackt in Metall. Du siehst schon aus wie ein Ritter. Ich bin der absolut Letzte, der dorthin läuft. Hä, Faraday schon Käfig? Ja, das funktioniert aber. Breuer lacht schon wieder. Eine wundervolle Erkenntnis. Breuer hat lediglich mit allem abgeschlossen. Ja. Ich habe das Schwert trotzdem schon mal gesehen. Schon vor Jahren. Nee, nicht vor Jahren. Auf dem Altar, wo dein Mann verbrannt ist. Vor ungefähr zwei Stunden. Schon vor Stunden. Was bei Baba Yagas hühnerbeiniger Hütte ist das denn? Mein neuer Säbel. Eine Apparatur. Würde ich sagen. Ich denke, die Hebel da. Lass uns die Hebel sehen. Zieht die Hebel. Ich stehe an der links Tür. An und höre rechts auf. Das ist üblicherweise, wie es läuft. Ne? Wieso? Guck, ob du weiter kennst. Ist das ein Motor? Du ziehst den ersten Hebel? Ganghebel? Ja, ich ziehe den ersten Hebel. Greifst den ersten Hebel und klack, 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 klonk, ziehst du den Hebel nach hinten. Ich sehe das und sage, Happel? Der Breuer zieht irgendwelche Hebel. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, die Brücke geht runter. Die ganze Apparatur, die da immer noch dreht, und also immer wieder sausen da welche von diesen herunterragenden Balken ab. Das ist also, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Pürierstab, der da von oben runterkommt. Also hochleuchten seht ihr, oben unter der Decke sind Zahnräder, also große hölzerne Zahnräder, die da ineinander greifen. Der ganze Apparat sackt so ein Stück ab und geht in den Leerlauf. Gazzo! Dreht langsam, langsam aus. Das elektrische Bzz, 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 lässt nach und hört auf. Das war nicht der Hebel für die Brücke. Breuer, du hast es kaputt gemacht. Ich habe den Hebel das Ding dreht langsam und sicher aus, bis es schließlich an einer Position ankommt, wo keiner der herabragenden Balken mehr der Zugbrücke im Weg ist. Und dann drei Hebel. Stoppt es abrupt. Ich ziehe jetzt den zweiten von drei Hebeln. Nur um es gesagt zu haben. Zieh! Ja. Ich ziehe den zweiten der drei Hebel. Du ziehst den zweiten der drei Hebel und der Sockel in der Mitte, auf dem in einer metallenen Halterung dieses Schwert in einer ledernen Scheide ist, die mit orange-goldenem, safranfarbenen Tuch umwickelt ist, sinkt klack, 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 halt. Ungefähr einen Meter ab, sodass es jetzt auf so normaler Greifhöhe ist, okay, nicht mehr verschwindet. Erhoben ist. Das goldene Vlies. Die Schwertpanik, das ist konstant. Otto macht den dritten. Svetlana, was passiert dir? Greift dir an den Arm.
Nicht, dass hier irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Eure Armee mag gerade am Gewinnen sein. Aber das hier ist nicht Russland. Und das hier ist nicht der Palast des Zaren. Ihr könnt hier nicht herumlaufen und alles plündern, was euch in die Finger kommt. Nicht alles, nur das gute Zeug. Otto, mach den dritten. Ich bin voll hyped auf das Schwert. Sie legt ihr Gewehr an und richtet das Gewehr auf Happel. Ich verpasse Happel so mit der Rückseite von so einem Handschuh einmal eine so gegen die Schulter. Schon so doll, dass ich ihm unmissverständlich klar mache, er soll ein bisschen seine Schnauze halten. Wenn das Schwert von Sigurd Rjuric ist, dann bekommst du es über meine kalte, tote Leiche oder deine. Sigurd hat ein Schwert? Auch so, wie man das Gewehr von der Kleinen bekommt. Ja, der Drachentöter hatte ein Schwert. Weiß man mehr über dieses Schwert? Es war magisch und es konnte Drachen töten. Okay. Happel? Haben wir uns verstanden? Du solltest das vielleicht nicht anfassen. Ich will es so. Ja. Happel? Ich werde übrigens auch unser Kopf. Das gehört in ein Museum. Aber. Sie ist abgelenkt? Ja. Ich zieh den dritten Hebel. Du drückst den Hebel und rabams, klappt die Brücke runter mit scheppernden Ketten, schlägt an der gegenüberliegenden Seite auf diesem runden Podest an. Ihr merkt übrigens, der ganze Raum, in dem dieses ganze Ding ist, ist eine komplette Kugel. Der ganze Raum ist als Kugel gebaut. Die Plattform in der Mitte ragt auf einer beängstigend dünnen Säule auf und pilzt so nach oben aus. Ist gerade groß genug, dass man da komfortabel einen Esel langsam im Kreis drum reiten könnte. Damit möchte ich dich allerdings zu nichts ermuntern. Das ist vielleicht nicht die beste Idee auf der Welt. Während das runterkracht, ja. Schaue ich an Svitlana vorbei, nutze meine Fähigkeit Blöffen, ja. Und schreie nur, die Tür! Ja, schaue zur Tür zurück, ja. Und legt auf die Tür an. Ja, ich mache einen Satz nach vorne, greife sie von hinten und versuche sie zu entwaffnen. Du entwaffnest sie, ja. Genau. Sie strampelt. Lass mich los! Das ist die Burg meiner Familie! Es ist in Ordnung, niemand will dir irgendwas wegnehmen, aber du musst aufhören, mit dem Gewehr auf uns zu zielen! So sieht's aus, aber du darfst natürlich vorgehen. Gottes Willen. Punkt. In meinen Adern fließt das Blut von Sigurd Rjuric und ich verlange, dass sein Erbe mit Respekt behandelt wird. Das ist vollkommen in Ordnung, ich will nur nicht, dass du irgendwen von uns erschießt. Du hast alles recht, ich bin nur geblendet worden von diesem Schwert. Schwert, wir nennen es Schwert. Aber natürlich, geh vor. Geh über die Brücke. Lass mich los. Ich verspreche, ich werde niemanden erschießen. Du hast mein Gewehr. Ich verspreche, ich werde niemanden erschießen. Ja, ich gebe sie sogar wieder. Ich finde, wir sollten auch alle ein bisschen beruhigen. Der Standpunkt ist geklärt. Ich gebe sie nur mit einem Nicken wieder. So im Sinne von, ey, du hast es versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ihr hält es hoch, sichert es. Öffnet den Verschluss und schnappt die rausfliegende Patrone raus, drückt sie dann neu ins Magazin und schließt den Verschluss, ohne die Kammer geladen zu haben. Okay. Fein. Warte bei den Eseln. Ihr könnt euch alles anschauen. Die Geräusche Aber ihr könnt euch nicht weg, an allem ne? bedienen. Die Bitte. Geräusche sind weg. Ja, ihr hört noch das Wasserrauschen irgendwo. Aber kommt das jetzt zufälligerweise hinter uns? Nein. Was? Das Wasser. Nein. Das Wasser rauscht irgendwo noch hinter den Wänden, aber die Maschine poltert nicht mehr. Ja, aber das ist... War das die Maschine? Das war anscheinend die Maschine. Ich aber ich möchte gar nicht, dass sie geht, weil sie hat ja vollkommen recht. Also es fließt ja ihr Blut dadurch und ich möchte, wenn, dann soll sie probieren, ob sie es kriegt. Und außerdem möchte ich, dass auch sie probiert, nachdem sie die Waffe auf mich gerichtet hat, ich ein bisschen angefressen bin, dass sie die Brücke testet. Ja. Also sie geht zur Tür, geht bei der Tür auf und ab. Okay. Sag mal, du kannst doch Brücken testen. Ja, ich werf auch ganz kurz mal in die Runde. Freunde, warum kommt der Esel uns hinterher? Ich finde, wir sprechen ganz schön viel über das Schwert da rausziehen und so, aber ging es nicht darum, dass wir den Strom wiederherstellen wollen? So wie es für mich aussieht, hat dieses Schwert den Strom erzeugt. Nein, aber der Generator hat den Strom erzeugt und das Wasser, was normalerweise beim Generator vorbeifließt, ist nicht mehr da vorbeigeflossen. Red doch keinen Unsinn. Schwerter sind weder eine funktionierende Basis für die Erzeugung von Energie, noch sind sie ein angemessenes System für die Verteilung von politischer Macht. Und wie erklärst du dich, vielleicht Schlitze? Nicht unbedingt mit Logik argumentieren, wenn du gerade noch gesagt hast, das Schwert ist magisch und tötet Drachen. Ich ja, fein, das war vielleicht übertrieben, aber es ist jedenfalls alt und es ist... Svitlana, wie wär's, wenn du und Lilia da vorne... rausfindet, ob das Wasser wieder fließt. Das ist eine gute Idee. Wenn die Maschine jetzt abgeschaltet ist, vielleicht fließt das Wasser wieder, wie es soll. Fließt das Wasser, wie es soll. Wir haben Strom oben Problem gelöst.
Ich geh nachschauen. Hm? Russell ist bei dir, ne? Also ja. Hat jetzt, dass wir die Holzplatte zurückgebracht haben zu ihrem ursprünglichen Ort, diese Maschine hier in Gang gesetzt? Das kann doch nicht sein. Holzplatten, die abbrennen, sind doch, die starten keine Maschinen. Haben wir das vielleicht ausgelöst, als wir in den Katakomben waren, dass das passiert? Aber was? Durch die Tafel? Happel übrigens, du hast ja nach wie vor die scharfsten Augen. Das Schwert sieht interessant aus. Tatsächlich. Ja. Vielleicht, da ist Olli von ganz alleine drauf gekommen. Der gesamte Griff scheint, hab's ja nicht gehört, also glänzt golden. Als wenn der gesamte Griff, also Heft und Knauf und Parier, irgendwie goldbelegt oder sowas wäre. Mhm. Und da sind irgendwie Drähte dran befestigt, also am Griff, und also Kupferdrähte, die so wie so ein Igel in alle Richtungen abstehen, vom Schwertgriff aus. Mhm. So halt so gezwirbelter Kupferdraht. Das ist eine Zeitmaschine. Was? Das ist eine Zeitmaschine. Habe ich ja noch nie gehört. Da keiner die Brücke überprüfen will und ich doch so ein bisschen immer noch angefixt bin, teste ich sanft die Brücke. Die Brücke macht einen robusten Eindruck. Dann gehe ich rüber. Das ist Eiche. Wenn die altert, dann wird die nur härter. Dann gehe ich rüber. Du gehst über die Brücke, sie knarzt, sie knackt etwas, aber du hast nicht das Gefühl, dass die irgendwie einbrechen würde. Okay. Brücke scheint sicher zu sein. Und du erreichst die Plattform, die runde Plattform auf der Mitte. Ah Gott, ich bin sofort wieder da. Wir warten einen Moment. Golami rennt weg. Warten wir einen Moment. Ich glaube, das Schwert hat ihm Angst gemacht. Wie war das mit Wasser? Fließt das wieder? Warten einen kurzen Augenblick. Aber was, ich verstehe diese Apparatur nicht. Nee. So wichtig war es gar nicht. Wir haben vielleicht das Wasser umgeleitet, aber warum fließt hier Wasser um das Schwert? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht finden wir es raus, wenn wir vorne uns angucken, was zum Henker das eigentlich ist. Ja. In den gläsernen Gefäßen, die auf den Podesten im Kreis außen herum um den mittleren Sockel stehen. Kannst du trübe Flüssigkeit sehen? Riecht die komisch? Naja, die Gefäße sind verschlossen. Ah. Und zwar mit hölzernen Pfropfen, die über Wachspapier eingedrückt sind, das dann nochmal verschlossen ist mit Siegelwachs und mit Draht verzwungen ist. Aber in den Gläsern kannst du riesige Fliegen sehen. Fliegen so groß wie ein Schweineferkel. Es gibt Leute, die haben Hunde, die sind kleiner als diese Fliegen. Also so. Ja. Ja. Zucken die noch? Nein. Okay. Da zuckt gar nichts. Die sind eingelegt. Ja. Haben wir noch Wasser? Ja. Leite das Wasser zu Nadine um. Ich laufe ebenfalls über die Brücke. Ja, du. Schau mir das an. Gehst über die Brücke, vorbei an diesen Armen der Apparatur, die rechts und links neben der Brücke noch runterragen. Und als du dazwischen durchgehst, springt ein einzelner elektrischer Schlag über in deine rechte Hand und lässt dir buchstäblich die Haare zu Berge stehen. Passt! Also fast springst du zur anderen Seite von der Brücke in die Tiefe hinab, was nicht gut wäre, denn wie du dieser Horrorvorstellung folgend runterschaust und leuchtest, kannst du im Licht deiner plötzlich flackernden Taschenlampe sehen, dass dort unten mit Kupferblech beschlagene riesige Dornen aufragen und zwischen den Kupferblechdornen Wasser im unteren Teil des Raums steht oder irgendeine eher schwärzliche Brühe. Freunde? Ja. Happel nähert sich dem Schwert. Ja, ich gehe zu Golami. Diese Drähte, es hat irgendwas von... Niemand sollte hier runterfallen. Von einem Blitzableiter oder sowas? Oder vielleicht eher ein Blitzempfänger? Das ist, was du sagen wolltest? Keiner sollte in die Schwärze fallen? Die abstehenden Drähte sind nochmal mit ganz dünnem, haarfeinem Draht miteinander verbunden. Wie zu so einer Kugel aus Drahtgeflecht um den Schwertgriff oben. Aber das Schwert sieht komisch aus. Das scheint... Entweder das ist komplett aus ermattetem, unpoliertem Gold... Oder das ist aus Bronze? Okay. Es wirkt doch irgendwie krude, unraffiniert, ohne Verzierungen. Im Gegensatz zur Schwertscheide, die wirkt wesentlich aufwendiger gestaltet, mit fein punzierten Lederarbeiten und mit einem safranfarbenen Seidentuch umwickelt. Ganz merkwürdig.
Also ich habe schon Bestecksets gesehen, die haben besser zusammengepasst. Kann es sein, dass das Schwert nicht, wie gesagt, das Gelbe vom Ei ist, das Echte, das richtig, warum, das gehört doch da nicht hin. Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir Sophia erzählt hat, dass damals der Becher, in dem das Blut Jesu war, das war auch ein billiger Becher und nicht der schöne verzierte. Ach Quatsch, mein Großvater hat mir erzählt, das war der beste Becher der Welt aus Gold und mit Diamanten und... Jesus war Sohn eines Zimmermanns? Ja. Ist das eine Patina? Aber Jesus war verdammt berühmt. Was meinst du, dass sie aus der Lanze von Longinus ein Schwert gemacht haben, oder was? Nein, was ich nur meine ist... gebrochenes Englisch. Do not judge book by cover. Fuck. Svato. Genau. Gut, dass du das Wort gelernt hast. Ich weiß ich nicht, warum ich einen russischen Akzent habe, wenn ich Englisch gebrochen habe. Oh mein Gott, genau. Auf jeden Fall ist diese Vernetzung auch mit diesen Flaschen vernetzt? Nein. Das ist nur um den Schwertknauf herum, um den Griff herum. Ist ungefähr auch nur so groß, also so groß. Kratz mal da an dem Griff. Wie so eine Pusteblume aus dünnem Ich komme ja nicht, komm ich an den Griff ran? Du kannst da durchgreifen nach dem Griff. Durch? Ja, durch das, nee. Durch das Netz. Du kannst auch das Schwert mit samt der Scheide da von seiner Halterung hochheben, wenn du das möchtest. Stell dich nicht so an, die Maschine ist nicht an. Ja, ich möchte lieber... Bevor du das greifst... ist Osel mit mir da drüben? Ja, Osel ist nicht über die Brücke gegangen. Ah, okay. Osel steht an der Brücke und haut mit seinem linken Vorderhuf auf die Brücke. Wenn Osel nicht da ist, dann positioniere ich mich so, dass ich jederzeit Happel davon wegtreten könnte. Aha. Also bevor Happel da reingreift, ja. Du bist direkt bei Happel. Zieh ich nur mein Brecheisen, guck ihn an und mach so. Ich will da nicht reingreifen, ich greife tatsächlich dann die Scheide und nicht den Griff. Du willst die Scheide greifen? Wo ist Sophia? Da habe ich Angst. Ich stehe hinter Gorlami und beobachte das Ganze und bin bereit, ein Stoßgebet von mir zu lassen. Und wo ist Breuer? Ich bin dann der Letzte in der Partie, weil ich muss mich da nicht raufquetschen. Du stehst bei der Brücke und guckst skeptisch zu dem Esel, der mit dem Huf auf die Brücke pockt. Ich bin ein, zwei Schritte auf der Brücke drauf. Ich habe mich ablenken lassen. Ich klopfe immer mal gegen das schweinsgroße Fliegenvieh, gegen den Tank, wo das drin ist. Ja. Ich kann nicht fassen, dass die da so rumfummeln. Boink, ja, Happel. Ja. Du greifst das Schwert. Sanft, bitte. Ja, ganz liebevoll. So. Alle Zärtlichkeit, die du dabei aufgewendet hast, ändert nichts an dem, was als nächstes passiert. Schade. Du bekommst einen fürchterlichen elektrischen Schlag. Ich trete ihn. Moment, du bekommst einen fürchterlichen elektrischen Schlag. Du verlierst einen Punkt Gesundheit und einen Punkt Ausdauer. Svartopluk, du siehst, wie Happel zusammenzuckt und plötzlich springt ein Blitz auf dich über, gerade als du ausholst, um ihn zu treten. Du verlierst einen Punkt Gesundheit und einen Punkt Ausdauer und fliegst in einer ganz merkwürdig verzerrten Pose mit einem Bein halb zurückgezogen. Plötzlich um, als du deinen Tritt nicht ausführen konntest. Der Blitz springt direkt eins weiter auf Gorlami. Du verlierst einen Punkt Gesundheit und einen Punkt Ausdauer. Natürlich. Er springt von Gorlami auf Sophia und er springt von Sophia auf Breuer und ihr geht alle zu Boden. Aber nicht weiter auf Osel? Was? Nicht weiter auf Osel? Osel leitet nicht. Also, und auf dich. Ihr geht alle zu Boden. Er ist zwar der Leitesel, aber er leitet keinen Strom. der ist gut, den merke ich mir. Und das erste Happel, was du merkst, als du auf dem Boden hart aufschlägst, ist, dass du kaum noch Luft bekommst und du ringst nach Luft und du hustest. Und zwar hustest du irgendwas aus. Plötzlich kommt, also du siehst, wie Happel plötzlich anfängt, Staub zu husten. Und während er das noch tut, kratzt es dir am Hals. Und auch du fängst an zu würgen und zu röcheln und zu husten. Und einer nach dem anderen beginnt ihr, Staub auszuhusten. Als wenn ihr den Inhalt eines noch nicht erfundenen Staubsaugerbeutels inhaliert hättet und ihn nun wieder ausröcheln würdet. Die Dyson-Höhle. Happel rollt sich auf den Boden, sich verkrampfen wie so ein Käfer unter einem Brennglas, zuckend und zitternd. Hoppelchen! So. Svartopluk. Ja. Warte. Ja. Keuchend nach Luft ringend wird dir schwummrig, dir wird schwarz vor Augen. Für einen Moment sackst du in völlige Finsternis. Dann siehst du Flammen,
Du siehst einen Esel in Stacheldrahtrollen verfangen, schmerzverzerrt, in den Himmel brüllend und plötzlich Feuer, das ihn von hinten einhüllt und ihn in Brand setzt. Und der Esel reißt seinen Kopf verzweifelt empor und du siehst Osel schreiend, brennend in Draht. Osel! Breuer, Breuer, du siehst in einem Moment noch den Steinboden vor dir und hustest Staub und Dreck darauf. Du siehst deine eigenen Hände und deine Hände verschwimmen und plötzlich sind deine Finger bandagiert mit blutigen Bandagen. Du hast Dreck unter den Nägeln. Du kratzt im Dreck nach Patronen. Du hältst eine Patronenhülse hoch. Leer, wirfst sie weg. Leer, wirfst sie weg. Holst eine Patrone raus. Klopfst sie ab. Ist Kugel drin und packst sie irgendwo nach hinten hin. Auf deinen Rücken und mehr und vor dir baumelt der Rüssel einer Gasmaske herum und schleift durch den Dreck. Schwester Sophia, du siehst plötzlich, während du fällst auf den Boden, du stützt dich mit den Händen ab, du hustest Staub und aus der Staubwolke schält sich aus dem Boden scheinbar ein steinernes Gesicht. Das Gesicht einer Frau und du merkst, es ist eine Statue, sie steht vor dir, sie taucht vor dir aus dem Staub, aus dem Nebel, aus dem Rauch auf. Es ist das Abbild einer schwer gepanzerten Frau mit Kettenpanzer und langem Waffenrock, die sie ihren Arm auf einen Schild stützt, auf einen großen Schild, auf dem eine Art Spiralmuster zu sehen ist, so wie ein Wirbel, in dessen Mitte ein Auge und mehrere spitze Strahlen sind. In der rechten Hand hält sie ein Schwert hoch empor, an ihrem Gürtel hängen zwei Schwertscheiden, eine ist leer, in einer zweiten steckt ein Schwert, hinter ihr sind dunkle Gestalten. Happel, du siehst ein Mann mit einer Gasmaske in einem Schützengraben, der mit einem Handspaten etwas gräbt. Er hebt ein Loch aus, ungefähr 1,80 Meter lang, knapp 90 Zentimeter breit und etwas über 1 Meter tief. Er springt hinein, greift einen Toten, der neben dem Loch liegt, zieht ihn hinein und steigt dann wieder hinaus aus dem Loch und beginnt, das Loch zuzuschaufeln. Du kannst sehen, dass er eine österreichische Husarenuniform trägt, mit zahlreichen Tapferkeitsmedaillen an der Brust. An seinem Gürtel hängt ein Kavalleriesäbel und ein nach hinten gegürtelter Berndorfer Stahlhelm mit dem Habsburger Wappen auf der verstärkten Panzerstirnplatte. Es ist Lukas. Die Gestalt dreht sich zu dir, schaut dich durch eine Gasmaske an. Das linke Glas ist gesprungen. Du kannst ein blutunterlaufenes Auge sehen, das sich durch das Glas anstarrt. Der Rüssel macht... Gennaro. Du siehst deinen Bruder Lorenzo. Er rennt durch einen dunklen Tunnel, duckt den Kopf unter einem Balken durch, stößt sich an einer herabhängenden Lampe, die hinter ihm hin und her schwingt und wirr flackerndes, gelb pulsierendes Licht von sich gibt. Hinter ihm sind weitere Leute, die hinter ihm herrennen. Er trägt die schmutzige Uniform eines Tiroler Kaiserjägers, zu denen er sich damals bei Kriegsbeginn freiwillig gemeldet hat. Mit den grasgrünen Ärmelaufschlägen, auf die er so stolz war. Er ist völlig abgehetzt. Er stürzt in einen Raum, der wie ein Erdbunker aussieht. Hölzerne Planken an den Wänden, Balken, die die Decke abstützen. Du siehst, dass das Licht der an seinem Brust hängenden Dynamo-Lampe huscht über Tische, auf denen Schriften liegen, merkwürdige Texte, Diagramme, ein Bildnis von eine Zeichnung von einer Kirche, ein Diagramm von einer Ziege. Die Lampe schwenkt hin und her und dimmt ab. Er greift nach dem Dynamo-Ring und wum, 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 zieht ihn mehrfach runter. Das Licht wird wieder heller. Er schaut gehetzt hin und her und sein Blick fällt auf ein Schwert, das auf einem Tisch, auf einem samtenen Tuch liegt. Ein altertümlich aussehendes Schwert mit Schnörkelverzierungen auf der Parier und auf der Klinge, die Spitze mit Tierblut bedeckt.
Er greift nach dem Griff des Schwertes. Und als er den Griff des Schwertes greift, zuckt er zusammen und bricht zu Boden. Seine Lampe leuchtet hell auf und er beginnt Staub zu husten und zu röcheln und zu ringen. Von hinten hörst du eine Stimme rufen: Lorenzo, sie kommen! Lorenzo! Ah! Und dann hörst du es brummen, ein Summen. Und es wird lauter und lauter und lauter. Gennaro, du kommst auf dem Boden der Plattform wieder zu dir. Den letzten Schwall aus Staub aushustend. Und du schmeckst, dass es kein Staub ist, sondern Asche. So kaustische, bittere Asche. Wie von einem Holzkohlefeuer. Und überall um dich herum wogt Asche über den Boden. Du hörst die anderen husten und keuchen. Und du hörst dieses Summen. Du greifst zur Seite und rutschst mit der Hand fast weg, als du dich mit dem schwerfälligen Panzerhandschuh in eine Pfütze stützt. Eine ölige Flüssigkeit mit Glasscherben darin. Die Taschenlampen liegen überall verteilt, neben den Leuten auf dem Boden. Eine Öllampe liegt zerbrochen auf der Seite. Das Glas ist kaputt, die Flamme flackert und droht auszugehen. Das ist noch da vor Ort? In der Kammer, mit der Maschine, mit dem Podium in der Mitte. Ist meine Taschenlampe noch keuchen, irgendwo? Versuchst die Taschenlampe zu greifen, ja. mit den klobigen Lobsterkrallen, rollt sie dir mehrfach weg, dann kriegst du sie mit beiden Händen zu fassen. Ja. Ist Sato? Irgendetwas saust an dir vorbei. Mit einem Geräusch, ein dunkler Schatten. Verdammt, sie verschwindet in der Dunkelheit. Sato! Ja, Sato, du hörst, wie jemand deinen Namen ruft, die Osels Schreie und das Feuer verschwinden schlagartig, als wenn man ein Tuch von dir gezogen hätte. Ich rüttel halt an ihm. Ja, Gorlami ist über dich gebeugt und hat dich mit riesigen Panzerhandschuhen gepackt. Und die Gorlami? Innenseite ist ja weich und Leder und ruckelt dich. Was ist hier los? Ja, du schmeckst ganz fürchterlich die Asche im Mund. Ja. Ich brülle ihn nur weiter an. Mach den Appel wach! Breuer! Dann stürze ich aber schon zu Sophia. Breuer liegt auf der Zugbrücke. Ein Arm runterhängend und rutscht da so ganz langsam in Richtung Abgrund, während er vor sich hin röchelt und hustet. Und wer liegt wer ist am nächsten dran? An ihm oder? An ihm. Du bist renne und springe und greife ein Bein. Ja, du rennst los, du rutschst fast komplett weg wie auf Eis, als du in einen dieser Pfützen trittst. Du realisierst noch, dass alle diese Gläser zerplatzt sind, wirfst dich nach vorn und kriegst Happel gerade noch am Bein zu fassen, als dein Oberkörper über die Kante rutscht. Breuer, du kommst zu dir, Kopf über Baumel. Verlier irgendeinen deiner Gegenstände, der in die Tiefe fällt. Such dir aus welcher. Dein Spaten löst sich von deinem Gürtel und stürzt hinab, fällt scheppernd unten hin. Du packst nochmal, du kriegst ihn am Gürtel schließlich zu fassen. Ich ziehe ihn so sehr unangenehm, weil ich seine Unterhose noch so mitgreife. Ja, und sehr unangenehm. Weil diese Lobsterwellen da in die Hose treibt. Hosenträger. Ja, an Hosenträgern und Soldatenkoppel zerrst du ihn hoch. Happel, du kommst ebenfalls keuchend und hustend zu dir. Du hörst die Schwester Sophia ganz erbärmlich nach Luft ringt. Und wie du ihr zu Hilfe kommen willst, schlägt dir plötzlich irgendjemand mit der Faust ins Gesicht und haut dich erstmal fast wieder um. Ich weiß nicht. Und du hast es nicht kommen sehen. Ungewöhnlich. Ja. Du ziehst Breuer hoch, du kommst oben an und spuckst den letzten Rest schwarz-braunen Speichel aus. Ich schuld dir was. Scheißegal, auf die Beine! Lag ich nicht direkt neben Happel? Ja. Habe ich gesehen, wer ihm ins Gesicht geschlagen hat? Irgendein schwarzer Schatten. Wo war nochmal diese Brustkammer? Über die Brücke zurück durch das merkwürdige Labor im Nebenraum. Ja. Ich geh auf jeden Fall zu Happel und gucke mal, ob es ihm gut geht. Ja, du hilfst ihm hoch. Wir sind relativ nah dran, ne? Happel reißt sich zusammen, Mann, was war das?
Hey, wenn es nicht Golami war, weiß ich auch nicht. Als es dich im Gesicht getroffen hat, los? Wie hat es dich angefühlt? Hört ihr, es wird Lana rufen. Das habe ich gehört und rufe nur zurück. Wäre es gewesen, wärst du tot. Aber es war schon ein ziemlich guter Schlag. Verdammt. Heilige Mutter Gottes. Du hörst noch Klick. Happel, geh mal. Schank. Geh mal nach Sophia schauen. Und ja. Du sagst, Happel, geh mal nach. Und in dem Moment ertönt ein aus Svetlanas Fedorov-Automat, als sie das Gewehr in einer Kurve hochzieht, das gesamte Magazin in einem Stoß hoch quer durch den Raum entlädt. Holzsplitter fliegen oben von der merkwürdigen Maschine ab, Funken sprühen, als ein Metallteil getroffen wird und irgendwelche merkwürdigen herumsausenden Schatten werden im Mündungsfeuer der Waffe illuminiert für einen Augenblick. Kugeln schlagen, Funken sprühen von den Steinwänden der runden Kammer und Querschlägern kreuz und quer hin und her und her und her so lange durch den Raum in alle Richtungen, bis sie alle ihre Energie aufgebraucht haben, in Holz einschlagen oder in Fleisch. Ich habe mich auf jeden Fall auf den Boden geschmissen. Ich atme und nicht. Nur wie durch ein Wunder wird keiner von euch getroffen. In höllischem Donner kommt Sophia zu sich, wie ein, als wäre man einen Film im Eiltempo durchkurbelt. Siehst du nochmal alle die Bilder aus deiner letzten Vision von der Kirche, die merkwürdigen Sachen, die du gesagt hast, die Erinnerungen, das Feuer, die Mühle, der Stein, das Zeichen. Wer ist die Frau? Und dann bist du wieder bei dir und wirkst eine Ladung aus schwarz-brauner Asche-Speichelmischung aus. Ja, würfelt mal bitte alle einen Würfel. Bei einer 9 oder 10 müsst ihr, Entschuldigung, 9 oder 10 ist gut. Bei einer 1 oder 2 müsst ihr euch übergeben und verliert einen Punkt Ausdauer. So, dann schauen wir mal, wer würfelt zuerst? Ja. Ja, mach. Warte, ich mach. Golami würfelt eine 4. Muss yes. Ich nicht übergeben. Ich, Svato, eine 3. Du wirkst aber nochmal. Ich auch eine 3. Eine 3, sehr gut. Mach du erstmal, Nadine. So, Sophia, ein Blitz. Blitz. Und eine 1. Nein! Stimmt, Breuer. Aber ich sitze da eh schon. Ja, Breuer beginnt sich zu übergeben. Och, er hat jetzt erst, die metallumwickelten Spieße unten gesehen. Frage, hält Golami ihn noch fest, während er sich übergibt? Nein. Nee. Glück gehabt. Ich drehe mich um und feier über die Brücke. Ich wusste, dass es eine Zeitmaschine ist. Ich möchte das alles nicht mehr sehen. Was ist eine Zeitmaschine? Ich habe schon wieder alles gesehen, was passiert ist. Das nennt sich Traum. Ja, Breuer? Ja, ich. Irgendetwas. Ich meine Mütze erstmal weg. Irgendjemand tätschelt dir den Rücken. Ja. Massiert dir ganz, ganz creepy die Schulter. Ja, danke, es war doch nicht jetzt. Du hörst nur sagen, danke. Svetlana, auf was hast du geschossen? Irgendwelche fliegenden Viecher, sagt sie, während sie aus der Tasche Stripperclips rausholt, um das Gewehr von oben nachzuladen, während sie rückwärts zur Tür geht. Da bemerkst du erst, dass Osel regungslos auf der anderen Seite der Brücke liegt und mit einem Bein zittert. Ich würde jetzt sagen, die Augen weit aufgerissen und komisch guckend, aber es ist eher das ängstliche Zittern seines rechten Ohres. Ich gehe natürlich direkt hin. Macht. Ich gehe direkt hin. Ja, du gehst los. Direkt vor dir saust irgendwas vorbei und in dem Moment siehst du, etwas klettert auf Breuers Schulter von hinten hoch. Es ist eine riesige Fliege, eine riesige, ölig glänzend feuchte Fliege und sie befühlt Breuer am Hals mit ihrem komischen Rüssel. Ich bleib kurz stehen, schau zu Breuer und sag, Breuer, schau mich an, schau nirgendwo anders hin. Raste jetzt nicht aus. Breuer? Mhm. Du hast da was auf der Schulter? Sie beißt dir in die Wange. Da! Ich guck nach rechts. Du guckst nach rechts. Du siehst... Ja, du guckst nach rechts. Es ändert nichts. Du guckst nach rechts. Du siehst irgendwas Haariges, Schwarzes auf deiner Schulter sitzen. Ein grässliches Bein, das in deinen Mundwinkel hakt. Ich nehme meine Eselspeitsche. Ja. Und mit der Präzision eines Eselsführers gibt's einmal einen für die Fliege. Ja. Ich bin gespannt.
Es knallt einmal direkt neben deinem Gesicht, trifft ein Bündel Lederbänder auf das Vieh, das von dir abfällt, neben dir auf den Boden schlägt, sich aufrappelt, brrrt, brrrt, mit den Flügeln brummt und sofort anfängt, auf dich zuzukrabbeln. Ja, ich krabbel davon weg. Ja, du krabbelst rückwärts davon weg. Was willst du noch machen? Erstmal ist das alles, was ich hinkriege. Okay, ja, Breuer kriecht rückwärts von dieser Fliege weg, während er das tut. Frage? Ja. Ich glaube, wir haben sogar vielleicht für das bessere Vorstellungsvermögen. Haben wir das oder ist das? Wir haben Initiativkarten für die Fliegen. Nein, ich meine, hier, wir haben hier so ein. Ist das noch nicht? Was? Wir haben hier so ein Bild tatsächlich. Bitte. Ja, weil dann können sich die Leute ganz gut vorstellen, wie die Viecher aussehen könnten und welche Größe sie haben. Das ist ein Helm, Freunde. Das ist ungefähr die Größe. Ja, wir haben den Helm hinter Flo zum Größenvergleich übrigens. Ja, wir können euch das ja mal zeigen. Also nur damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was das jetzt gerade ist. Das ist der Helm. Und das ist eine von den kleineren. Es gibt und größere. Das ist die Fliege. Ja, okay. Ja, gut. Also, ich sehe das. Ja. Und weil ich natürlich den Breuer mag, würde ich mit meinem Stock drauf dreschen. Ich würde drauf dreschen. Sophia greift ihren Stock und springt nach vorn, Stock wie ein Zweihänder erhoben. So wie einst die Doppelsöldner der Landsknechte eine Bresche in die Reihe der Pikeniere schlugen, drischt Schwester Sophia mit ihrem Stab Schlag auf Schlag auf Schlag auf die Fliege. Der erste Schlag trifft sie mit so einem unangenehmen, trocken, feuchten, ja, also gleichzeitig trockenen und feuchten Knacken. Eine gelbe, eitrige Flüssigkeit spritzt aus dem Unterleib der Fliege heraus. Sie wirbelt herum und plötzlich kommt sie auf dem Stock auf dich zu. Ich peitsche nach ihr. Ja, Sophia wirft den Stock nach vorn von sich. Und du peitscht mit der Peitsche drauf. Gib ihm. Moment übrigens, ja. Werde ich mir dessen gewahr. Meine Handschuhe habe ich ja schon bereit, ja. Das heißt, mein Ring kann an meiner Kette verbleiben. Ja. Was ich allerdings tue, weil ich mir denke, okay, das ist nicht gut. Und ich bereite mich auf ein Schlagballspiel vor, in dem ich quasi zum Schutze meine Pfanne greife. Ja. Er hat zwar keinen Holzgriff mehr, aber natürlich... Kaum hast du die Pfanne gegriffen, kommt von rechts eine riesige Fliege an dir vorbeigeflogen. Ich versuche sie wirklich nur mit der Pfanne, einfach wirklich nur klonk. Also ich will sie wirklich nur... Am Dumpf, bang, so auf Tischtennismäßig wirklich nur so klonk. Davon verschwindet in dunkler Trudel nach unten davon. Eine weitere Fliege landet auf dem Mittelpodest und guckt von dort aus Happel an. Aus dem Fressapparat tropft so eine merkwürdige Flüssigkeit. Es stinkt auch ganz sauer und dann... Ich nehme meinen Säbel. Fliegt sie geradewegs auf dich zu? Ich ziehe meinen Säbel und spalte sie. Du nimmst den... Kannst du kurz zeigen, wie du das machst? Hoch also über den Kopf. Sie fliegt auf mich zu. Sie kommt direkt auf dich zu. Wie bei der Mensur... Ja? Nein, ich mache nicht den. Nein, aber wie bei der Mensur, Säbel hoch und runter. Und die Fliege geht in zwei Teile auseinander. Und... fliegt zur rechten Hälfte, die eine Hälfte an dir vorbei, die andere zur anderen. Und kaum hat die Fliege den Boden berührt, die beiden Teile. Du hast ja dein Brett gar nicht bei. Ja. Kaum sind die beiden Teile auf den Boden aufgeschlagen, die eine rutscht über die Kante, aber die andere krumpelt sich zusammen, zieht sich zusammen, als wenn man sie dörren würde, wie im Zeitraffer gedörrt. Und als sie nur noch so eine staubtrockene Hülle ist, birst sie plötzlich auf und ein Schwarm von kleinen Fliegen kommt herausgeschossen und wirbelt herum. Das gleiche jetzt von der Fliege. Ja, Happel schlägt um seinen Kopf herum mit dem Säbel um sich. Svartoplug, Fliegen umsurren dich, diese fetten, widerlichen Schmeißfliegen, die du so vom Land kennst. Als Eselsführer stürme ich Fliegen natürlich ein bisschen weniger, aber ich bin auch auf dem Weg zu Osel. Du schlägst einfach nur rechts und links mit der Eselspeitsche um dich und kommst bei Osel an. Und schau, wie es ihm geht. Ja, Gott, Osel! Osel beißt dich zusammen als ein Freund. Genauso wie das eine Mal, als er in den elektrifizierten Kuhzaun gebissen hat und ihn loslassen wollte. Ja. Und du den Kuhzaun umtreten musstest. Ja, ja. Ja, damals hat er einen guten Teil seines Geschmackssinns eingebüßt. Ja. Aber seitdem warnt er mich regelmäßig vor übernatürlichen Dingen. Und Kuhzaun. Mit seinem Ohr wackelt, ja. Ja, also du hast, kaum berührst, du greifst deinen Kopf und du siehst auch, Osel hustet Staub. Oh. Ja. Auch. Also Asche und wirkt, aber du weißt, Esel können nicht kotzen. Ja.
Aber das stoppt ihn nicht. Ja. Ursel übergibt sich eruptiv. Oh Gott. Ursel, lass alles raus. Ursel, ja, du hältst also Ursel raus. Den Kopf. Ist diese Flüssigkeit, wo ja. die drin waren, ist das, habe ich schon festgestellt, dass es so ähnlich ist wie Öl? Ist es brennbar? Nein, hast du nicht. Möchtest du es feststellen? Ja, möchte ich. Wie stellst du fest, ob es so ähnlich ist wie Öl? Also du kannst es jetzt mit Essig mischen, über einen Salat deiner Wahl sprenkeln. Du Nein. kannst versuchen, es anzuzünden. Du kannst dran lecken oder die Finger reintunken. Also ich rieche dran. Du greifst mit der linken Hand rein. Tippe nicht mit der Hand rein. Ja, naja, tippen mit einem Finger und riechen dran. Finger und riecht, also es riecht so tranig. Wie eine Mischung aus Öl und irgendwas, was in der Nase sticht, was Ammoniak enthält. Okay, dann tunke ich meine Klinge da rein. Ah, du tust die Klinge deines Säbels da rein. Und schleife das an dem Stein entlang mit der Hoffnung auf Funkenbildung, damit ich ein Flammenschwert entwickle. Aha. Interesting. That's my plan. Lernt man das in so einer Studentenverbindung? Ja, du benetzt die Klinge damit. Die Flüssigkeit haftet auch sehr gut darauf. Du hast eine bessere Möglichkeit, das zu entzünden. Das ist immer noch die Öllampe, deren Glas zerbrochen ist und deren Flamme so rausflackert. Okay, dann mach ich daran. Ja, du hältst die Klinge dran und sie geht lichterloh in Flammen auf. Wunderbar. Und Feuer tropft von ihr runter und sie brennt lichterloh. Und ihr könnt sehen, diese Viecher sind überall. Sie krabbeln an den Wänden entlang, sie schwirren um euch herum. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exakt 8 Gläser. Und 5 von diesen Biestern könnt ihr sehen. Eine davon landet übrigens gerade auf Ursel, und zwar auf seinem Hintern, und beginnt, also setzt ihren Rüssel auf, und du siehst, wie es um den Rüssel herum dampft, und kaum hast du dich versehen, hat sie Ursel ein 5-Kreuzer großes Loch ins Fell geätzt. Ja, ich kick das Ding halt sowas von weg. Richtiger Freistoß jetzt. Cristiano Ronaldo. Hoch und bam, Stiefel rein, und die Fliege fliegt durch die Luft, prallt gegen die Wand, fällt zu Boden und krumpelt sich zusammen. Platzt auf und ein riesiger weiterer Fliegenschwarm kommt heraus. Ich möchte ohne Rücksicht auf irgendwer, der dazwischen sein könnte, anfangen, mit meiner Pistole auf Fliegen zu schießen. Ja. Ja. Es ist Zeit für... Schreist du dabei? Warum? Meine ich denke, es ist angemessen, dabei zu schreien und sie zu beleidigen, bis in die dritte Generation. Ja. Breuer schreit die übelsten Verwünschungen auf... Rumänisch. Auf Rumänisch. Und schießt um sich... So gut er kann, irgendwie vermeiden, euch direkt umzulegen, aber ohne weitere Rücksicht zu nehmen auf allzu große Opfer. Immer wieder macht es Bang und eine Fliege wird von einer Pfanne getroffen. Und Bang und sie wird wieder von einer Pfanne getroffen. Ja, eins von den Scheißviechern kommt wie eine von diesen Hornissen, die es einfach nicht begreift, dass eine Fensterscheibe da ist, immer wieder auf dich zu und kriegt einen nach dem anderen, bis sie schließlich vor dir liegt. Und ich würde gerne meine Pfanne... Ne, bis jetzt halte ich sie ja so, dass ich die Schlagfläche habe. Ich drehe sie um, sodass ich quasi eine Art Köcherwirkung habe und halte nur gegen, um im nächsten Moment sie so wie mit so einem Lacrosse-Schläger quasi so aufzufangen. Ja. Einfach mit der Faust in die Pfanne zu schlagen. Ja, du fängst sie also bei ihrem letzten Anflug ab und kaum, dass sie wieder starten kann, schlägst du Pfanne und Faust zusammen, es spritzt in alle Richtungen. Diese eitrige, gelbliche Flüssigkeit, etwas davon spritzt dir auch ins Gesicht und brennt auf der Haut und stinkt gewaltig. Und dann stiebt ein Fliegenschwarm zwischen Faust und Flamme heraus und wirbelt um dich herum. Es ist Zeit für GG. Es steht nicht nur für GG und Gennaro Gorlami, sondern auch für Gennaro Geistesblitz. Was ich tue ist... Ja? Zwei Packungen Mehl. Oh, du willst eine Mehlexplosion machen? Richtig. Nice. Ich reiße sie auf und fange einfach an. Sieht völlig bescheuert aus. Ihr müsst euch vorstellen, wie plötzlich jemand zwei Packungen Mehl aufreißt. So bam, einfach mit den Handschuhen, die aus Metall sind. Alles geht kaputt. Und ich fange einfach an, wild damit rührend so quer über die Plattform zu rennen. Und bevor Happel sich gewahr wird, was zur Hölle eigentlich los ist, sage ich nur, vertrau mir! Und lauf mit dem staubenden Mehl auf sein brennendes Schwert zu. Ich ziehe währenddessen Ursel an seinen zwei Vorderbeinen aus dem Raum. Bist du darüber im Klaren? Die Aktion Schaden in Kauf. Nicht nur dann. Ich möchte währenddessen, die Fliege ist ja runter von meinem Stab. Ja. Deswegen hebe ich ihn wieder auf, renne zu Ursel. Ja. Sehe auch, dass er versucht, Ursel rauszuziehen. Ja. Und kann ja, wenn jemand verletzt ist und Ursel ist verletzt, ja.
bin ich ja bärenstark und trage den. Ja, das passiert auch im, Hintergrund noch. Ja. Also du hilfst Svartoblok Osel unterzuhaken regelrecht. Ja. Ich sehe, dass Golami so auf mich zukommt. Ja. Aber nur wegen meiner fantastischen Wahrnehmung mache ich mir gewahr, dass bei diesem Ganzen das Einzige, was nicht passieren kann, ist das Tropfen von meinem Flammschwert und diese Mehlexplosion in irgendeiner Form den Rest entzünden können. Das kann nicht passieren. Dafür habe ich gesorgt, wie ich mich positioniert habe. Sehe ich nicht so. Ich schon. Außerdem, das sind überall diese Schützen. Solange du auf dieser Plattform verbleibst, ist es nahezu unmöglich, das zu vermeiden. Sehe ich auch so. Mehlstaub-Explosionen sind übrigens nicht dafür bekannt, eine Freund-Feind-Kennung zu haben. Sehe ich auch so. Aber wenn der Wind gut weht schon. Das hat er mit seinem Degen gemacht. Ja. Während wir zu zweit Osel aus dem Raum ziehen, rufe ich auch nur noch rein. Bringt euch in Deckung! Ich hatte meine Schlägerei mit Golam in der Bäckerei. Das geht nicht gut aus. Ja. Ich lade nach. Hör nicht auf zu schreien. Geh rückwärts zur Tür. Ja. Das tust du. Auf der Plattform befinden sich jetzt nur noch Happel mit einem brennenden Säbel in der rechten Hand. Das Schwert liegt ja übrigens auf dem Boden, ne? Also das Schwert mit der Scheide. Ach, das andere, ja. Das liegt da auf dem Boden herum. Genau, also das hole ich mir. Ja. Du snatchst das noch? Ja. Und dann... Ja, ich aber tue es, ne? Ich renne ihn halt wirklich um, weil ich habe ja den Panzer an. Ja. Ich renne ihn wirklich um, vergrabe ihn damit unter mir, okay, also meinem Panzer. Pass auf, du bückst dich also nach dem Schwert. Plötzlich tackelt dich Golami, slammt dich mit seiner Stahlbrust zu Boden. Ich habe das Schwert. Wie die unmütterlichste Legehenne aller Zeiten. Fast wie ein Rackel, du hast nicht die Schwertscheide, sagen. Denkst du noch? Und mit einer Hand schmeißt Golami die Mehlpackung in die eine Richtung weg und mit der anderen, die andere haut er nur auf den Boden, überall stiebt es und dann plötzlich gibt es einen gewaltigen Donner. Und alles um dich herum scheint kurzzeitig in Flammen aufzugehen. Ihr erinnert euch an diesen Film mit Sylvester Stallone, als sie im Tunnel sind und diese Flamme so oben, diese Decke entlang. Ja, ja. Diese Bilder habe ich gerade im Kopf, ne? Ja. Ich erinnere mich vage, ja. Ich weiß nicht, welchen Film du meinst, aber... Ja, hinter euch plötzlich donnert eine Explosion. Das ist jetzt nicht die gewaltigste Mehlstaub-Explosion, aber das ist ganz gut in dem Fall. Flammen und Funken in alle Richtungen, brennendes Mehl. Das Öl da, dieses Zeug, das sich da verschüttet hat, entzündet sich da reiherum. Und wenn es brennt, wird es flüssiger, breitet sich besser aus und entzündet andere Pfützen. Mittendrin Happel und Golami. Wenn Golami nicht seine Kochmütze tragen würde, hätte er jetzt eine Dwayne The Rock Johnson Gedächtnisfrisur. Ich öffne, während wir da am Boden liegen, meine Feldflasche und begieße uns so bedürftig erstmal beide mit Wasser, mit allem, was da drin ist. Ja. Die ist dann auch weg, weil ich pack die nicht mehr zurück in meinen Mantel. Ja. Bringst sie nicht wieder schön um. Ihr erleidet beide jeweils 2 Stufen Schmerz für den fürchterlichen Tinnitus, den ihr habt. Und die leichten Verbrennungen. Außerdem verliert ihr beide einen Punkt Gesundheit. Golami eigentlich mehr, aber er trägt die Rüstung hat ihn geschützt. Ja. Das Feuer kann der Rüstung auch nichts anhaben. Nee, das ist richtig. Aber die bedeckt ja nicht den ganzen Körper. Ja, ja, aber es hat schon geholfen. Gern geschehen. So, außerdem erleidet ihr alle 3 Stufen Stress. Nämlich durch Angst, Terror und diese völlig verwirrende Konfrontation mit dem definitiv Abnormen. Verrückt. Könnt ihr natürlich wegkaufen, unterdrücken, wie ihr wollt. Ansonsten habt ihr sie. Sehe ich nicht so. Ich benutze einen Dramapunkt, um dir zu widersprechen, weil meine Zeit ist gekommen, ob ich hier lebend rauskomme oder nicht. Aber das wird in die Welt hinausgetragen. Ihr habt keinen Stress. Null. Selbst wenn du mir den... Ich unterdrück das so. Kauf ihn mit einem Punkt Gesundheit weg. Weg. Kaufst du mit einem Punkt Gesundheit weg oder unterdrück es mit Moral? Ja, ich unterdrücke es mit Moral komplett. Gut. Bin ich gestresst. Ja. Aber ich komme da noch nicht dran. Das ist übrigens exakt, wie das System vorgesehen ist. Genau. Wenn du nicht willst, dass dein Charakter jetzt entsprechend handelt, dann presst du das weg. Arr, Willenskraft. Genau das. Ich denke, ich habe das kommen sehen. Ich habe schließlich schon früh angefangen, rumzuballen. Richtig. Nur Stress? Ich unterdrück das nicht. Breuer ist in völligem Terror, hat seine Pistole nachgeladen und schießt jetzt wieder auf irgendwas im Raum. Überall regnen brennende Fliegen herab.
diese Flüssigkeit steht lichterloh in Flammen. Happel, ihr seid mitten in diesem Inferno und Gorlami liegt auf dir drauf mit seinem vollen Kampfgewicht und Stahlbrünne. Das beruhigt mich so sehr, dass ich mich auch nicht gestresst fühle. Ja, während ich mich ja, ich habe uns ja so mit Wasser übergossen, ne? Ich habe uns ja so mit Wasser übergossen. Jetzt übergießt er dich auch noch mit irgendeiner Flüssigkeit. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, aber das Öl war noch nicht bei uns, ne? Weil Öl und Wasser hatte ich so ein bisschen Panik, als er die Flasche rausgeholt hat. Ja, nee, aber aufstehen jetzt, ne? Jetzt ist wirklich, jetzt ist Aufstehen angesagt. Ja. Das war möglichst zügig. Ja. Was in meinem Falle heißt, ich roll mich wie so ein Käfer erstmal von dir runter und wieder auf den Bauch, weil vom Rücken aufstehen ist mit dem Panzer etwas schwierig. Ich mach so Knacksübungen. Ja, was die Ruhe weg, könnte man sagen. Ja, Knacksübungen. Ja, und dann orientieren. Ja. Da habe ich ja zum Glück Happel bei mir. Ja. Und Happel, wo ist die Tür? Tür ist da! Brennende Fliegen wirbeln überall herum und einige nicht brennende Fliegen. Ein Schwarm schießt an Breuer vorbei, der diesem Schwarm völlig wirkungslos mit der Pistole hinterher schießt und beinahe auf Sophia, Svartopluk und Osel feuert. Osel, als die Kugeln an euch vorbei fliegen und eine davon an der Wand abprallt und klirrt, Osel kriegt plötzlich Panik. Und ja, auf einmal springt er nach vorne los. Er reißt euch beide dabei zu Boden und rennt in das Labor und rastet völlig aus. Verstehe. Breuer, reißt sie zusammen! Ich schrei weiter. Ja, ich gehe natürlich hinter Osel her. Ich komm auch mit. Ich will da ja nur raus. Ich schreie einfach nur in die Richtung, wo ich vermute, dass die anderen sind. Schreie ich wirklich einfach nur, besorgt euch Helme! Okay. In dem Labor. Ich gucke mich im Labor um und setze mir eine Salatschüssel auf den Kopf. Obwohl es da Helme gibt? Im Labor? Ja, in der Rüstkammer genau daneben. Ach so, da bin ich noch nicht. So, also ich bin dabei, Osel zu beruhigen. Ja, du versuchst, Osel zu beruhigen. Ja. So hast du ihn noch nicht erlebt. Osel ist buchstäblich außer Rand und Band. Er springt da hin und her, rennt um den Tisch herum und er weiß überhaupt nicht, wo er ist. Er ist nicht gern unter der Erde. Er mag Feuer nicht, er mag Schusswaffen nicht, er mag Gestank nicht. Und das hier ist das absolut diametrale Gegenteil des Osel-Paradieses. Ja, natürlich. Und der kleine Osel möchte dringend abgeholt werden aus dem diametralen Gegenteil des Osel-Paradieses. Ja. Wir kommen gleich zu Osel. Wir haben nämlich dann gleich noch, wir haben gleich ein Wort zu Osel. Auch eine Salatschüssel. Ihr beide, also Gorlami und Happel. Ja, nehme ich einen Weg durch die Flammen wahr. Ich möchte einen Weg durch die Flammen wahrnehmen. Ja, es gibt einen Weg. Der Weg wäre springen. Ist für mich nicht so schwierig. Mhm. Aber richtig. Er trägt die beste Athletikkleidung, die es zu dieser er Zeit zu trägt gibt, ne? Halt eine Rüstung. Kann ich mich umgucken? Gibt's noch einen anderen Weg? Der einzige Weg auf diese Plattform ist die Zugbrücke. Und die Zugbrücke hat angefangen zu brennen. Okay, kommt er. Kann ich abschätzen, dass er über die Zugbrücke kommt? Ehrlich gesagt, kennst du die leichtathletischen Fähigkeiten von Gennaro Gorlami gar nicht so gut. Gennaro? Ich habe ihn schon mal aus einem brennenden Gebäude gezogen. Du kommst hoch und dein Plan war ein voller Erfolg. Alles brennt. Super, wirklich alles. Alles brennt. Der Boden brennt. Ich stehe auch auf mit Teile der Maschine brennen und Teile der Maschine fangen an, übrigens herunterzufallen, brennend. Ja. Balken. Muss mir noch mal ganz kurz schildern, wie der Sprung aussehe. Der Sprung wäre ein etwa 2,50 Meter Sprung über die brennende Holzbrücke. Ja. Oder du rennst einfach durch. Mit dem Risiko, auf dem Öl auszurutschen und in die Tiefe zu stürzen. Außer du hättest irgendwas, womit du den Boden streuen kannst. Ja, habe ich. Wer hat schon Streusalz dabei? Ich guck die ganze Zeit auf meine Gewürze. Okay, ich habe jetzt einen Witz gemacht. Aber ja, du hast ich gucke wirklich schon die ganze Zeit auf meine Gewürze. Aber da alles brennt, ich habe tatsächlich nichts. Okay. So. Dazu, was Osel übrigens dabei macht, haben wir eine kleine Umfrage. Okay. Sollte dann jetzt gleich laufen, damit ich weiß, was Sache ist. Wie schnell würde mir denn gewahr werden, ob die Brücke sehr glatt ist? Naja, das, was auf der Brücke brennt, ist dieses Öl, was sich da überall verbreitet hat. Und dieses Öl ist glitschig, das fuck. Naja, du kannst auch das machen. Folgendes. Oh, ich bin gespannt.
Ja. Benutze einen Dramapunkt für eine sonderlich dumme Aktion. Ja. Was ich tue ist, ich deute natürlich Happel an, wir rennen jetzt. Wir rennen einfach so schnell wir können. Ich bin easy, ich komme da überall durch. Gut. Aber ich renne nicht auf die Brücke. Ja. Sondern ich werfe zuerst meine Bratpfanne auf die Brücke. Oh nein. Nein, du machst nicht den Legolas. Doch. Er macht den Legolas. Aber ich mache den Legolas in sicher. Ich werfe die Bratpfanne auf die Brücke. Sicher, es brennt. Ja. Sehe, dass sie da glitscht und nehme so viel Anlauf, wie ich nur kann. Ja, Stärke 8 hindert mich jetzt nicht, so eine Rüstung zu tragen oder so, sondern ich nehme wirklich so viel Anlauf, wie ich kann. Was ich dann allerdings tue, ist, ich mache so eine halb elegante Füße nach vorne Arschbombe in meine Pfanne rein, um sie als Schlitten und nicht als Skateboard. Also sie wirklich so als Schlitten zu benutzen. Also wie die Technik, die man auch Schwein auf zugefrorenen See nennt. Quasi. Und versuche wirklich so darin dann quasi so mit einer Arschbacke halb einem Knie angewinkelt irgendwie halbwegs, ne, mit einem Fuß so, damit ich mich nicht so trudle, so sehr steuere. Also pass auf, für den Dramapunkt spreche ich dir zu, dass die Bratpfanne dafür verwendbar ist. Nice. Und ich habe genug Wok-WM gesehen, um zumindest zu wissen, dass du... Du sprichst mit jemandem, der eine Bronzemedaille im Wok-Vierer hat. Gemerkt. Also, ja, okay. Ja. Tatsächlich, ja. Habe ich. Nicht mal gelogen. Ja, ist okay. Gut. Merkst du, genatzt. Eiskalt genatzt den Master. Okay, also grundsätzlich ist das schwierig. Aber grundsätzlich ist das schwierig. Also es ist eine 25. Master ist nicht. Aber. Ganz kurz dazu nebenbei. Ich, so wie Flash, laufe ich da einfach dran vorbei und guck mir das so in Zeitlupe an, aber gehe über die Brücke, quer den ganzen Weg, mach das alles so durch, aber guck das so und beobachte das gespannt. Okay, grundsätzlich wäre das schwierig. Es wäre eigentlich noch schwieriger, weil es Erschwernisse gibt, nämlich dass da unter anderem Feuer ist. Ja. Das schenke ich dir. Unter anderem wegen der Idee mit der Bratpfanne und weil du einen Dramapunkt dafür geschmissen hast. Bleibt also bei schwierig. Ist 25, du kannst den vollen Bonus der Bratpfanne benutzen. Nice. Das ist dann plus 6, glaube ich. Wenn eine Bratpfanne jemals für sowas geeignet war, dann die. Ja. Ich habe Ideen. Ich komme da durch. Ist kein Problem. Also, bau deinen Pool. Natürlich. Also, ne, es ist ja die Masse. Ja. Yeah. Sorgt ja einfach dafür, ne, dass er gut auch Geschwindigkeit quasi dementsprechend draufkriegt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich meine Stärke dafür nutze oder eher mein Geschick ist das wahrscheinlich eher, ne, wenn wir realistisch sind. Du hast ja die Erfahrung. Hast du im Wok mehr Stärke oder Geschick gebraucht? Und im Stärke, Anlauf? Aber das ist halt Lenken und so. Ja. Ach ja, geht beides. Naja, was also ich finde Geschick treffender. Ja, ich nehme mich auch. Dann sind es 6 an der Stelle. Ja. Da muss ich jetzt einfach mal, genau. Und zum Beispiel Athletik oder sowas geht? Ja, das sind nochmal 4. Oh, bist ja athletisch. Ein bisschen zumindest. So. Dann hast du 16. Ja, hast du 16. Ja, 16 mal, plus einen Würfel. Kaufe ich mal 3 Würfel. Aha. Also 1 plus W4. Ja, 4W. Also 4W. 1 plus 4W. Dann hoffen wir mal, dass ich nicht krass verkacke. Die Wok-WM unter Burgskransk. Na dann. Würfel kann man. Erster Würfel. Wow. Eine 3, eine 2, eine 7, eine 12 und eine 9. Okay, ich werfe die 2 nochmal. 19 schon. Eine 2. Das ist wieder die 2. 23. 23, das ist unter 25, das wäre ein Nein. Ja, aber. Ist aber kein Problem, denn als ich merke, dass ich nicht schnell genug bin, greife ich zu meiner Brechstange und ramme sie in den Holzboden und mit all meiner Kraft, die ich habe, stoße ich mich noch einmal ab. Dabei kann ich sie leider nicht halten, weshalb ich sie halt opfern muss. Ja. Ich kriege nochmal 4 Punkte dazu. Ja. Dann sind wir bei? Dann sind 27. Wir bei, was eben? 23? 21. Dann sind wir bei 27, das ist dann. Die 1 nicht vergessen, die er dazu kriegt. Und die 1, also bei 28, das ändert aber in dem Fall nichts. 28 ist dann ein Ja, aber. Ja. Und da dein Ziel ist, auf die andere Seite zu kommen. Du kannst vermutlich mit einem Aber leben. Nee, kann ich nicht. Nicht. Denn was ich halt feststelle ist, während ich nach hinten komme, verfängt sich natürlich die Brechstange so weit nach hinten, dass ein Stück von meiner Schürze reißt, ein kleines Beutelchen fällt heraus. Und ich denke mir, nein!
Nein, denn ich verliere bei der Aktion tatsächlich meine Gewürze, was ebenfalls einen Opferwert von 4. Eine Gewürzspur hinter dir herziehen durch die Flammen. Aber es riecht plötzlich besser. Ja, Hubble, auch plötzlich schön. Die Flammen verändern ihre Farben, als verschiedene Salze sich in das Feuer verstreuen, Kräuter verbrennen, beißender Gestank schlägt dir in die Augen und ein wohliger Minzduft. Bisschen Curry auch. Frage, bei meiner entspannten, ich gehe da durch, kann ich die Brechstange einsammeln? Was? Nein. Für einen Dramapunkt? Die hängt du sie schon dran vorbei. Für einen Dramapunkt kann er sie zurückgewinnen. Also einen geopferten Gegenstand retten. Ist die Brechstange das wert? Ist die Brechstange das wert? Ich muss bei jeder meiner Scheißaktionen Sachen opfern, um die durchzuziehen. Hallo? Immer. Ja, weil du so komische Aktionen machst. Ja. Brechstange will ich retten. Also, Hubble rennt hinterher. Also, saust da durch, slidet halb, snatcht die Brechstange, reißt sie mit einem Ruck raus, kommt auf der anderen Seite an. Svartopluk, du kriegst Osel zu stoppen, als er abermals anhält und sich noch einmal übergibt. Oh Gott, nochmals Osel. Dem Umstand trotzend, dass Esel das eigentlich nicht können. Und Osel, lass alles raus, nicht durch die Nase, Osel. Lass alles raus. Meine Schüssel. Tatsächlich ist das gar nicht so gut. Setz dich wieder auf. Weil ihn das natürlich ungemein viel Kraft kostet. Was bedeutet, dass er vermutlich die nächsten 1 bis 2 Tage kaum beladen werden kann. Ja, das ist aber das kein ist Problem. Nicht deine größte Sorge, ne? Ja, das ist nicht meine größte Sorge. Ich nehme meine Feldflasche und versuche ihm einen Schluck zu trinken anzubieten. Oh ja, das ist reizend. Ja. Das ist super. Das mache ich tatsächlich. Du erfrischt Ose. Warum hast du einen Topf auf dem Kopf? Es hieß, holt euch Helme und im Labor gab es nur Schüsseln. Ach gut, Sophia hat also einen Helm, das ist gut. Mit einem Bing, Bang, Bong prallen mehrere von diesen kleineren Fliegen, diesen Schmeißfliegen von deinem Helm ab. Eine von den großen Fliegen schwirrt vor dir herum und versucht dich anzufliegen. Macht Bekanntschaft mit deinem Stock, schlägst da wieder fleißig um dich. Würfel mal einen Angriff. Diese Fliegen sind ein schwieriges Ziel. Das heißt, das ist eine Grundschwierigkeit von 25. Die schlechten Lichtverhältnisse sind keine Erschwernis, da Lichtverhältnisse außer Stockdunkelheit im Nahkampf nicht zählen. Mhm. Aber der Umstand, dass da überall Krempel auf Tischen rumsteht und in Regalen, das ist deine Erschwernis, außer du sagst, du gibst einen Dreck drauf. Das kannst du mir jetzt gleich sagen. Auf die Sachen, die da in den Regalen stehen? Nee, die interessieren mich nicht. Gut, dann bleibst du bei 25. Du hast deinen getreuen Stock. Ich habe meinen Stock, ja. Ja. Den muss ich auch benutzen, ne? Genau. Mhm. Naja, also du musst deinen Stock nicht benutzen, um dich mit der Fliege dazu erwehren. Aber es ist dein einziges, glaube ich, passables Mittel. Ja. Und meine Schüssel. Also ich muss mich gegen die Fliege wehren. Genau. So. Also du kannst dich auch gewehren lassen, wenn du möchtest. Nee, danke. Dafür habe ich aber meine Geschicklichkeit. Ja, von? Von 5. Ja. Das ist besonders schnell ist das Viech ja nicht, ne? So eine Fliege? Ja, sind relativ schnell. Also jetzt für einen Kampf bräuchtest du dann vermutlich, du hast ja keinen, hast ja keine Nahkampfwaffenfertigkeit. Nee. Das heißt, du kämpfst dann vermutlich mit einem zweiten Attribut zur Hilfe? Ich frage mich, ob Fliegen hören können. Fliegen? Ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Okay, dann probiere ich meine Mundharmonika nicht aus. du spielst den fliegenden Lied. Ja, ja. Du bist wie der Herr der Sängerin von Skranz. Ja. Ja. Na gut, dann bin ich halt auch noch schnell. Das sind auch nur 5. Also du verlässt dich auf deine Geschicklichkeit und auf deine Schnelligkeit. Ja. Von insgesamt 10 und du hast den Stock, der gibt dir einen Bonus von 3. 3, ne? Ja. Als Waffe. Mhm. Ja. So, dann hast du 13 plus einen Würfel. Das Fliegen können hören. Können sie. Ja. Beeindruckend. Das heißt, alle Fliegen aller Welt haben gehört, wie ich sie beschimpft habe, wenn sie durch mein Zimmer geflogen sind. Ja, vermutlich. Ja. Das heißt, absolut. Sind aber dumm und können nicht gut Deutsch. Ansonsten hätten sie gehört, dass ich ankündige, die elektrische Fliegenklatsche zu holen. Das ist wahr. Vielleicht sind sie auch klug, können nur kein Deutsch. Daraus sollte man jetzt immer mit einem Strick drehen. Ha. Lukas ist auch oben geblieben. Was könnte ich denn noch? Schmerlinger machen? Hat immer gesagt, Fliegen sind wie eine Schachtel Pralinen. Ja, das habe ich erstmal. Okay.
Opfern kann ich ja dann später noch. Richtig, ne? Du hast 13 und einen Würfel. Empfehlen. Je mehr Würfel du hast, desto mehr Opfer kannst du später bringen. In Form von Reserven oder Objekten. Zwei Würfel kann ich noch dazu nehmen. Genau, für jeweils 5. Dann hast du 3 plus 3 W. Okay. Dann 25 muss es werden. Ja. Eieiei. Ja. Ja. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht, ja. Aber die Würfelkämme. 3 Blitze easy. Aber Schernhammer hat sich auch in Sicherheit gewogen. Richtig. Siehst du, da ist schon mal die erste 3. Ja, und sie hat keinen Reroll, weil. Ja, kein Skill. Ja, guck mal, eine 1. Wow. Ja, guck mal, sind doch schon mal 4. Diese Fliege macht mir Angst. Sind doch schon mal 4. Das ist die Punch One dann. Okay, oh, eine 8. Okay. Guck mal, 12. 12. 13. 12 plus 3. Hm. Ja, also 15. Ja, da fehlen 10. Also, da 15 gegen 25, das wäre ein Nein. Ein ganz klares Nein. Denk dran, ein Punkt Gesundheit gibt dir 10 Punkte. Opfer einfach, ich würde wirklich Gesundheit lieber opfern. Du kannst es auch lassen, weil Nein ist erstmal grundsätzlich kein Problem. Also außer für die Fliege ist es halt gut, weil der nichts passiert. Das heißt halt einfach nur dein Angriff, dein Versuch, die Fliege zu schädigen, geht schief. Ohne negative weitere Was Folgen. Was ist der Opferwert nochmal? Ist das der rechts? Rechts oben. Der rechts oben? Genau, rechts oben ist der Opferwert von Gegenständen. Ansonsten kannst du Reserven opfern. 5 Punkte für Ausdauer und Moral und da 10 Punkte für einen Punkt Gesundheit. So... Gesundheit waren 10. Mhm. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall eine Gesundheit opfern, weil das Viech beißt mich. Ja, also du bist dann bei Ja, aber? So, was fehlt mir noch? Wie viele? Der Fliege gelingt es also, deine Stabverteidigung zu durchbrechen. Und wo beißt sie dich denn? Am linken Arm, den ich gerade in meine Tasche gesteckt habe, um irgendwas rauszuholen, ja. um mich zu retten. Sie landet an deinem Arm und sie versucht, unter dein Cape zu klettern. Ja, deshalb lasse ich los, was ich gerade in der Hand habe und verliere meinen Kaviar. Du hast Kaviar? Vielleicht habe ich das verheimlicht. Kaviar? Ich hatte keine Ahnung. Tja, Priorität. Okay, das noch ja. Sechs. Sechs? Ja, dann wärst du ja dann bei einem Ja. 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 Und das fällt mir nicht mal auf, weil ich habe auch ganz vergessen, dass ich den habe. Ich wollte den irgendwann mal zu dem Koch geben, aber... Ja, also nee, das gelingt dir, also pass auf, du schüttelst die ab, ja, ne? Ja. Und du schüttelst die ab, dabei fällt der Kaviar runter und als sie am Boden liegt, fängst du an, auf sie einzutreten. Natürlich. Und wie du also auf die eintrittst, du trittst auf den Kaviar und Kaviar spritzt nach rechts und du trittst nochmal nach und rutscht fast auf dem Kaviar aus und dann erwischst du das Mistvieh und trittst noch 1, 2, 3 Mal nach. Selbst wenn man den Kaviar jetzt aufwischen würde, wäre das eine ganz grauenvolle Mischung aus Fliegenschleim und Kaviar. Selbst ein verzweifelter Russe würde das nicht mehr ohne Baguette essen. Die Fliege ist hin. Der Kaviar auch. Und zerstiebt in eine Wolke aus kleinen Fliegen. Und um euch herum geht das Labor mehr und mehr in Flammen auf. Dieser zusammengefegte Haufen toter Insekten hat angefangen zu brennen. Einige von den Schriften haben angefangen zu brennen. Und dann ist da dieses Regal voll mit diesen ganzen Flaschen mit Formaldehyd und Alkohol und Öl und allem Möglichen. Auf einer Bratpfanne reitend kommt Gorlami noch den Korridor durch bis zur Tür, wo er dann aufsteht mit diesem, ich hab das geplant, Blick. Den er wahrscheinlich ich auch greife aber hätte. Hinter mich und da ich ja die Handschuhe an habe, zum Glück ist mir auch scheißegal, ob die Pfanne heiß ist. Ob er die Pfanne heiß hat. Oh, ja, die Dinger. Greife meine Pfanne, weil die opfer ich nicht. Ja, du greifst die Pfanne. Brennt sie? Die Pfanne? Ja. So ein bisschen, ja. Ausgezeichnet. Na klar, sie hat ja auch Funken gesprüht, als du über den Holzboden gesaust bist. Das halte ich für unrealistisch. Bist du ja sicher? Schon, Steinboden, ne? Also Stein. Ach so, Stein. Ja, ja, natürlich. Mit einem vollen Gorlami-Gewicht drauf, da sprüht die Funken. Grinded Metal. Dahinter kommt Happel. Breuer hat sich so langsam wieder gefangen und schießt nicht mehr völlig wahllos um sich. Ja. Ja, ja. Und alles da brennt, alles. Und das, die Hälfte davon könnte jeden Moment explodieren oder in Flammen aufgehen. Ich und auf einem. Da ist ein Fach, Fass Pech. Pech brennt. Happel? Ja. Und wie er sagt, da ist ein Fass Pech und auf das Fass zeigt, siehst du, dass dahinter noch andere Fässer stehen. Und zwar so ein Stapel. Und auf einem dieser Fässer kannst du ein Zeichen sehen. Nämlich einen schwarzen Doppelkopfadler, der da eingebrannt ist. Und wie du aus dem Geschichtsstudio, also aus den Geschichtsvorlesungen weißt, heißt das, dass sich darin vermutlich sogenanntes Black Eagle Powder befindet. Das ist fein gemahlenes Schießpulver. Ganz schrecklich. Mit dem vor allen Dingen schnell feuernde
Waffen wie Gewehre, Pistolen oder Bordwandgeschütze befüllt werden. Also ich renne ganz entspannt an Gorlami vorbei, drücke ihm einmal nur kurz das Brecheisen in die Hand. Hast du auf dem Weg verloren? Nun. Und sage, und jetzt raus hier! Ja. Das war's. Ich hoffe, das funktioniert. Weil hier geht gleich alles in die Luft, kann ich gerne noch dazu sagen. Das wäre eine gute Info. Keine Meinung, ich habe gerade das Pech gesehen. Ich schneide mir Osel auf den Rücken, auch wenn das schwierig ist wahrscheinlich, aber ich schütze meinen Kopf. Raus. Ja, Svetlana hat ihr Fedorov auf Einzelschuss gestellt und schießt jetzt etwas gezielter auf einige der letzten verbliebenen großen Fliegen, während sie sich rückwärts nach draußen zurückzieht. An ihr vorbei kommt plötzlich Lilia gelaufen, also prallt so halb gegen sie, guckt rein, sagt was auf Russisch zu ihr und ruft dann auf Tschechisch. Komarov ist hier! Er ist mit seinen Panzerfahrzeugen das vordere Tor gebrochen und er hat uns ein Ultimatum gestellt. Come on, Alter. Warum brennt denn hier alles? Die rote Lederhose? Ich packe sie und renne. Ja, packt sie und rennt mit ihr los, während sie noch meint, Wettermeier hat versucht, mit ihm zu verhandeln und Komarov sagt, dass er mit Sonnenaufgang den Befehl gibt, die Burg zu stürmen und jeden umzubringen, der sich ihm in den Weg stellt. Wir haben bis dahin Zeit, das Tor zu öffnen und uns kampflos zu ergeben. Während sie nach hinten weggezerrt wird und das erste Fass bricht in Flammen aus, das Pech beginnt zu brennen und während es beginnt zu brennen, beginnt es auch zu fließen und eine der Flaschen platzt und wuff, die ganze Wand steht in Flammen und durch den Gang hinten in der großen Kammer, wo das ganze Unheil seinen Anfang genommen hat, könnt ihr so ein rumpelndes Gang sehen und dann kommt diese gesamte Apparatur mit einem donnernden Krachen nach unten gestürzt und ihr flieht aus dem Labor. Wir fliehen und Syndica, vielen Dankeschön. Dank. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Wir sind mitten in der Action. Wir machen also direkt weiter. Bitte fühlt euch nicht ignoriert, fühlt euch herzlich willkommen. So ist es. Weiter geht's. Ja, ihr flieht aus dem Labor. Möchtest du deinen neuen Hut behalten? Oder ist dir der egal? Der fällt mir sowieso runter. Gut, der war nie so gut angeschnallt. Warte kurz, für den Soundeffekt. Wir rennen. Ja, sie verlieren, wow, das war viel lauter, als ich dachte. Ja, das haben wir auch gerade gedacht. Selbst ich, der es fallen lassen hat sich ein bisschen erschrocken. Ja, also hinter euch scheppert ihr Blechhut runter. Happel ist schon ein Stück voraus, winkt euch raus wie so ein Schülerlotse, der ein Schwert in der linken Hand mit einem komischen Drahtkäfig hält und einen brennenden Säbel in der anderen. Ich wusste, dass zwei Esel das nicht mehr zuziehen können, ne? Ja. Das heißt, ich habe die Esel schon losgemacht. Du durch und du... Aber dann könnt ihr es nicht mehr zumachen. Aber wie? Wir haben noch Manneskraft. Ja, aber der dritte kann doch nichts mehr, oder? Hier. Wir haben mindestens einen. Ihr habt noch einen Esel dabei. Und einen Stock und ein Brecheisen. Dann habe ich es nicht abgemacht. Ich dachte nur... Du hast dein Brecheisen gerettet. Ja. Wir haben alle Möglichkeiten. Also erstmal willst du deinen Säbel mal löschen? Ich will. Happel steht da und fuchtelt seinen Säbel aus, was bei ihm immer so ein bisschen aussieht hier wie Mensurfecht. Ja, natürlich. Überall spritzt dieses brennende, stinkende Zeugchen. Ja. Hey, ich komm hier gerade raus! Heraus! Ja. Entschuldigung, das ist wichtig! Ja, einer nach dem anderen kommt ihr dann da raus. Komm endlich raus, geklappert so. Osel. Ich lebe! Osel. Der sich auf meinem Rücken befindet. Der sich halb auf Svartobrugs Rücken einmal befindet. Mehr. Mit den Hinterbeinen laufend, über seine Schulter guckend. Kommt also nach draußen raus. Und wir machen nur zu Osel. Es tut mir so leid, wenn das hier vorbei ist, kriegst du eine extra Karotte, ja? Ja, ich weiß. Wie weit ist eigentlich dieser Karren mit den ganzen komischen Chemikalien von dieser Tür weg? Nicht allzu weit. Okay, wie brennbar ist der Flur nach hinten? Völlig unbrennbar. Oh gut. Der ist aus Stein. Gut, ich muss mir so keine Sorgen machen. Aber trotzdem bin ich schwer dafür, die Tür zu machen. Ja, aber hinter euch kommen bereits die ersten brennenden Fliegen heran. Ja, bin ich nicht dafür. Nee, nicht dafür. Ich reiße wirklich einfach in eins der Löcher einfach rein, fang schon an zu ziehen. Svartor! Hoffe einfach nur, dass er irgendwie die Esel antreibt. Ich hab einen Esel auf dem Rücken, Mann! Gib ihn mir! Egal, ja, ich zerre einfach wie ein Blöder. Svetlana, Mensch, wirf den dämlichen brennenden Säbel weg und nimm mein Gewehr! Okay.
Er hat ja nur zwei bei. Ja. Nee, die Gewehre sind oben. Ja. Dann haben die alle oben. Also reicht ihr Gewehr und dann geht sie nämlich zu den Eseln. Und mit einer perfekten Präzision treffe ich jede einzelne kleine Fliege. Nimmt ihr raus. Stark, wie du meinst, das du zusammen. Sechs? Und schmeckt den Esel auf den Hintern, treibt sie um das Tor herum auf die andere Seite, vor dem Tor hindurch. Und zusammen mit Gennaro, der gegen stemmt und schiebt, rollt das Tor langsam zu. Eine einzelne von den Riesenfliegen kommt noch im letzten Moment nach draußen geflogen, saust knapp an Happel vorbei und fliegt mit einer irritierenden Zielstrebigkeit auf diesen Leiterwagen mit den ganzen brennbaren Sachen drauf zu. Also ich drehe schon zeitlupemäßig, schwenke ich mit und schieße das Ding ab. Ja. Bevor es das Ziel erreicht. Ich sehe das und lasse ein Stoßgebet von mir. Ja, also fliegen. Ist das eine Kampfaktion oder eine Herausforderung? Das ist eine Kampfaktion, das ist ein Schuss. Wer sich mit der Fliegenjagd auskennt, weiß, diese Biester fliegen ja nie sehr geradlinig. Gerade wenn man sie umbringen will. Ja, aber das mache ich natürlich mit Schnelligkeit. Und drei Vorteile. Ja. Und Schusswaffe. Ja, natürlich. Da bin ich alleine schon bei 14. Ja. Drei Vorteile durch Stoßgebet. Die Grundschwierigkeit, dieses Vieh zu treffen, ist schwierig. Also 25. Licht ist mies, macht daraus eine 30. Und das Ding macht unkontrollierbare Bewegungen. Das ist 35. Das, also für sich genommen ist das zwischen kaum zu schaffen und übermenschlich. Welche Distanz? Diese Fliege abzuschießen. Und ich habe kein Problem. Und du schießt mit dem Fedorov, ne? Ja. Das ist dann, Nahkampfdistanz de facto. Okay, das heißt plus 4. Außer du wartest, bis es eine Stufe weiter ist, bis es fast da ist. Das geht auch. Und dann kannst du nicht nochmal. Nee, das ist ein Schnellfeuergewehr. Wenn dein Schuss nicht sitzt, hätte ich da noch eine Idee. Ich setze auf jeden Fall erstmal den ersten Schuss direkt. Hat er die Vorteile gekriegt? Die Vorteile noch einrechnen, aber das machst du ja hinterher. Genau. Die Vorteile kommen am Anfang. Stoßgebet plus 6. Ja, Schwester Sophia stößt also ein Stoßgebet aus, um Happel göttlichen Beistand. Fick die Fliegen, Amen. Ich meine, du setzt sie sofort ein. Ja, ja. Ja? 20, weg. 26 und Munition, einmaliger Bonus, bin ich bei 32. Ja. So 26? Plus 6? Plus 4, weil plus 4. Nahkampfdistanz. Ach so, stimmt, plus 4. Bei was bist du? Bin ich dann bei 30 insgesamt. Ja. Gut. Das heißt, 30 gegen 35 alleine ist bereits ein Nein-Aber. Das heißt, du brauchst nur einen Würfel mit einer 5, dann wärst du schon bei einem Ja-Aber. Aber ich nehme an, das machst du mal wieder nicht. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wie viele Würfel kaufst du denn? Du kaufst 4 Würfel. Alle? Ja. Eieieiei. Das heißt, du hast dann noch 10 plus 5W. 10 plus 5W. Okay. Jetzt will ich aber 5 Blitze sehen. Huch, sorry. Das ist schon mal der Erste. Yeah. Der Happel wieder. Eine 8. Yeah. Junge, geh ins Casino. Zwischen die Augen. 5. 5. Okay, denn. Da fordert sich nicht mal rüber. Das ist ein guter Wurf. Eine 1. Das ist Happel. Sehr traurig. Happel reißt sich zusammen. Das ist jetzt nicht Spannung. Nervös. Eine 3. Dann würfel ich erstmal die 1 nochmal neu. Wenn du eine Fertigkeit im Pool hast, ist eine 3. Ja, okay, gefällt mir nicht. Was war das andere? Das war eine 5. Dann würfel ich die 2 nochmal neu. Für einen Punkt Ausdauer war das, oder? Für einen Punkt Stress, aber du hast schon 3 Ich habe 3 Stress, ne? Die habe ich. Müsstest jetzt Stress für Ausdauer wegkaufen, damit du das machen kannst. Oder für Gesundheit. Oder für Gesundheit, ja. Wie viel kauft man mit Gesundheit weg? 3. 3? Ja, 3. Okay, die Entspannung. Und die Moral hast du ja schon verbraucht. Für einen Punkt Gesundheit beseitigst du deinen Stress und nimmst direkt wieder welchen auf. Nimm einen auf. Um einen Reroll zu kaufen für 2 Würfel. Genau. Damit haben wir noch einen Blitz. Nice. Das ist verbraucht. Was? Die Moral, die du zum Unterdrücken benutzt, das ist verbraucht. Ja, ach so, ja. Verbraucht, ja. Und? Eine 4. Eine 4. Wie viel haben wir dann? 2 Blitz. 28, 30, 37. Ja. Ja. Starker Wurf, Alter. Und vor allem, du kannst also jedes... Moment, kann 37 aus Würfeln oder mit den 10? 37 aus Würfeln. Und die 10, die er schon hat? Ja. Ja. Also 47, 10 drüber, ist ein und perfektes Ergebnis. Du schießt mit einem einzigen Schuss... Triffst du die Fliege direkt mit dem ersten Schuss. Sie trudelt zu Boden, überschlägt sich mehrfach und bleibt regungslos am Boden liegen. Als sie zusammenkrumpelt, verschlingen die Flammen den größten Teil der Fliege. Und du hörst, wie es knackt und knistert. Du rennst hin und du beginnst sofort drauf einzutreten. Ja. Du zertrittst die ganzen verfluchten Mistviecher, die da jetzt neben dem Moment rauskommen werden, noch bevor sie herauskommen können.
Und das Geile ist, dadurch, dass er der so vorbeigezogen hat an der Fliege, ja, hat er quasi einmal wirklich so an meinem Gesicht mit dem Lauf vorbeigezogen. Ja. Ich gucke nur, der sehe den Schuss, lauf, er läuft. Ich stehe einfach wirklich diesmal da und man hört nur dieses metallene Klappern meiner Handschuhe. Plonk, 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 Pappel. Fliegen, sagt Svetlana. Fliegen. Definitiv meine neuesten Tiere, die ich von allen am meisten hasse, sind jetzt Fliegen. Das freut mich für die Fledermäuse. Das heißt nicht, dass ich mit denen versöhnt bin, aber Fliegen sind schlimmer. Konstantin. No. Was hat das Mädchen jetzt eigentlich geschrien? Nochmal, die Russen sind hier. Oh mein Gott. Warte. Ja. Was mit deinen Eseln? Guck, Golami hängt am Stein. Der ist schon zu. Der ist zu? Ja. Ja. Stein ist zu. Wann? Ja. Ja, als du mit hast der Fliege du die mitgekriegt, aber Svetlana hat sie angetrieben. Er war so und der Stein so. Okay, er ist zu. Alles klar. Das heißt, ich bin noch bei Osel dabei. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass ihr die anderen Esel mit hochtreiben werdet. Ja, hinter der Tür hört ihr es knistern und knacken und rumpeln und poltern. Es klingt so, als ob Teile der Decke einstürzen. Gehen wir denn die Eseltreppe hoch oder gehen wir durch die ziemlich sicher Tür? Ich würde da nicht hochgehen. Wir sollten darüber nachdenken. Naja, das Mädchen hat gesagt, Kamarov ist da. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, was überhaupt im Burghof passiert, weil da drin explodiert gleich alles. Könnte sein, dass die halbe Burg absinkt. Ich finde, wir sollten die Leute in Sicherheit bringen. Wenn wir Glück haben, der Vorhof. Ja. Also in die Festungskrank. Ich muss die Eseltreppe hoch, wegen der Esel. Also Kamarovs Armee so wumm. CVA ist nach oben und Kaplan auch. Und der Wettermeier. Ihr hört ein gewaltiges Rumpeln und Donnern, als wenn sehr große Steinbrocken sich lösen. Dann das Rauschen von Wasser und ein fulminantes Fauchen und Zischen hinter der Tür. Und als ob eine Flutwelle sich durch den halben Raum ergießt. Und mindestens die Hälfte von einem da drin mitreißt und durch die Gegend spült. Ich möchte kurz anmerken, dass ich nicht dafür bin, dass wir länger hier bleiben. Ich hoffe, die ganzen Fliegen sind jetzt ersoffen. Okay, lass uns doch bitte von einem Problem zu unserem nächsten rennen. Hoch. Ja. Yeah. Weil noch ist Kamarov nicht im Innenhof, noch können wir uns was überlegen. Denn. Ja, muss doch noch fahren. An und für sich wissen wir ja, wir haben noch diese krasse Brücke. Das Ausfalltor. Das Ausfalltor. Theoretisch kommen wir ja weg. Das ist eine Option. Wir sollten nach dem Rechten schauen. Kaplan ist oben und die alte und überhaupt die ganzen Frauen. Meine ich. Und deine zukünftige. Würde ich so nicht sehen. Sie hat die Räucherpaprika, hä? Huh? Okay. Die habe ich noch. Ja. Die habe ich gerettet. Und an der Stelle. Ja, ihr eilt die Eselstreppe hinauf, dem Tageslicht entgegen. Harrend der Dinge, die an der Oberfläche auf euch warten. Lilia ist nicht der zuverlässigste Bericht über militärische Situationen. Und selbst wenn, ab der Zeit, wo sie nach unten aufgebrochen ist, könnte sonst was passiert sein. Oben sind haufenweise Zivilisten. Wettermeier ist da oben. Lukas ist da oben. Und ihr könnt nicht einfach in die Höhlen davon fliehen, ohne eure restlichen Kameraden, ohne eure Waffen, eure Ausrüstung, das restliche Gulasch. Ihr eilt also nach oben. Und wie ihr das tut, hört ihr schließlich auch ein paar einzelne Schüsse. Das dumpfe Hämmern eines Maschinengewehrs. Oh nein, vielleicht sind sie doch schon da. Und dass ihr wegbleibt, ihr verdammten Arschkrampen! Ich hab so die Schnauze voll von euch! Hört ihr Kaplan rufen? Lukas lebt noch. Verpisst euch! Ihr habt gesagt, ihr kommt morgen wieder. Also versucht euch nicht von der Seite anzuschleichen, weil das ist nicht fair. Das macht man nicht. Es fällt noch ein Schuss. Wenn ihr sagt morgen, dann ist das morgen. Spielt gefälligst fair. Ihr mit so macht Krieg keinen Spaß. Es gibt Regeln, okay? Es gibt Regeln. Euer Flieger, der war voll in Ordnung. Warum seid ihr so scheiße? Und dann fällt noch ein Schuss, ein MG donnert und ihr hört Wettermeier rufen. Das war eine inspirierende Rede. Aber jetzt ziehen wir uns in Deckung zurück und lassen die Russen sich davon zurückziehen, ja? Wieso? Weil du noch einen Schuss im Gewehr hast und die sind zu fünft. Ich rufe nach hinten, den Orden hat er sich verdient. Ich will sowas von nach Hause. Das ist so ein Mist! Alle haben gesagt, der Krieg ist toll und macht Spaß und macht einen Mann aus mir. Wie viel Mann muss ich denn noch werden? Ja, und dann kommt ihr oben an und seid zurück im Hof der Burg. Und wie es dort weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Oh no. Wenn es wieder heißt, Freude schöner Götterfunken, Freunde, mit dem Dr. Freud-Team nach der kurzen Pause, nach der Unterbrechung.
Freunde, und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf unseren Shop gehen, shop.drfreud.de, oder ihr gebt einfach Ausrufezeichen Freude in den Chat ein, dann kriegt ihr den Link, da kriegt ihr die Abenteuerbox, mit gebt der ihr... Gebt uns eure Bits, eure ja. Subs, kauft unsere Box, so verschreibt es. Uns euer Erstgeborenes, so euren ersten nicht Manta, vielleicht nicht das Erstgeborene, jedes Fahrzeug, das ein H im Kennzeichen hat. In Deutschland ist das Erbe. Ja, das ist das. Und jedes Fahrzeug, das ein H im Kennzeichen Freunde, hat. Freunde, also jetzt nochmal ganz nur, wenn kurz. Gut gepflegt und die Steuer bereits bezahlt ist. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also, wenn ihr uns supporten wollt, wir freuen uns mächtig, damit wir sowas auch weitermachen können. Wir machen jetzt erstmal mit dem Rollenspiel für 2 Wochen Pause. Es wird natürlich trotzdem weiterhin regulär Streams geben bei uns. Montags, Dienstags, Mittwochs, und Freitags. Donnerstag, Sonderfolge, und nächsten Donnerstag. Copy and Taste. First World War. Auf gut Deutsch, wir sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag online wieder. Wie kurz, wir sind Workaholics. Wie immer. So ist es. Freunde. Freunde, wir, also das und schließt morgen. Euch jetzt mit ein, hier als genau. 208. Früh, 9.30 Uhr. Der Oberfläche entgegenstrebend eilen ja. wir zu einem anderen Kanal, wo ihr aus dem Boden brecht und nach Luft schnappen könnt. So ist es. Die 208 marschiert jetzt weiter, das heißt, das seid ihr.